Das folgende Spiel wird Ihnen präsentiert von bwin.com, Europas größtes Wettangebot. Auch wenn das 280. Wiener Derby ein Keller-Derby ist, das Horststadion ist seit Tagen ausverkauft, 11.500 Zuschauer fiebern dem Anpfiff entgegen. Einen wunderschönen Sonntagnachmittag, herzlich willkommen zum Spiel der Spiele in Wien zum Duell Austria gegen Rapid. Und noch nie zuvor steckte so viel Brisanz in einem Wiener Derby, denn beide Wiener Großclubs spielen in dieser Saison auch gegen den Abstieg aus der T-Mobile-Bundesliga. Rapid ist zumindest einmal erfolgreich gestartet ins Jahr 2007 mit einem 2:1 Heimsieg gegen Altach in der Vorwoche. Und die Austria, die hat in Innsbruck eine 2:0 Führung verspielt, musste sich dann mit einem 2:2 zufrieden geben. Aber richtig schlecht schaut es für die Austria eigentlich erst seit gestern aus, denn da haben beide Grazer Clubs ihre Spiele gewonnen. Der GAK besiegte durch dieses späte Tor von Alen Skoro Wacker Tirol mit 3:2 und Sturm feierte in Altach einen 3:1 Auswärtssieg. Sie fragen sich, was das alles mit dem heutigen Wiener Derby zu tun hat. Naja, ganz einfach. Die Austria, die bleibt auf alle Fälle Tabellenletzter, auch wenn sie heute das Derby gegen Rapid gewinnen sollte. Auch für Rapid wäre eine Niederlage natürlich bitter, aber eines ist klar, die Austria, die steht heute unheimlich unter Druck hier vor dem 280. Wiener Derby. Und das weiß natürlich auch der Trainer der Violetten, Georg Zellhofer, im Gespräch mit Roland Streins. Gestern ist das passiert, was Georg Zellhofer überhaupt nicht wollte, nämlich beide Grazer Clubs haben gewonnen. Wie viele Stunden Schlaf hat sie das heute Nacht gekostet? Keine Stunde. Sollte man nicht rechnen, auch in unserer Situation nicht. Wir müssen auf uns selber schauen. Ich habe gesagt, es werden 15 Endspiele, davon gehe ich nicht ab. Und es ist heute ein Heimspiel und das müssen wir gewinnen und dann schaut die Sache für uns wieder besser aus. Ja, die Austria ist ja Tabellenführer, zumindest in der Halbzeit-Tabelle, was ihnen herzlich wenig weiterhilft. Auch zuletzt gegen Innsbruck wieder eine 2:0-Führung versiebt. Was sind denn die Konsequenzen daraus? Ich habe gesehen, dass heute Kiesnebner statt Radoms gespielt. Das hat mit Dennis nichts zu tun. Es ist heute eine taktische Umstellung. Wir haben uns auch unsere Gedanken gemacht darüber, aber ich denke, das kann man nicht an einer Person nicht festhalten. Das hat ja nichts mit dem Radomski jetzt zu tun. Die ganze Mannschaft gewinnt zusammen und verliert zusammen. Und heute haben wir hier die Möglichkeit, mit unserem ersten Heimspiel, muss ich noch einmal betonen, die 3 Punkte einzufahren. Heute beginnt der tschechische Sturm. Lafata und Zverkos sind dabei. Wie hoch sind denn da Ihre Erwartungen? Ich denke ganz normal, nicht zu hoch, dass man sie unter Druck setzt, sondern sie sollen einfach so Fußball spielen, wie sie es können. Ich denke, dass beide sehr gute, clevere Stürmer sind, die sich gut verstehen zusammen, wie man heute sehen, ob sie das umsetzen können. Auf der anderen Seite haben wir noch einige gute Stürmer in der Hinterhand, also wir bekommen heute mal den Vorzug und ich hoffe, dass sie auch dementsprechend gut spielen. Hier im Horststadion wurden 2 neue Tore errichtet mit 9 Netzen. Glauben Sie, dass die Spieler da lieber einnetzen? Nein, also wir hätten auch auf die alten Tore lieber eingenetzt und es ist immer so, dass Salz in der Suppe sind die Tore und vielleicht motiviert es ein bisschen unsere Spieler heute die neuen Tore. Danke. Ja, Georg Zellhofer, er hat noch nie ein Derby gewonnen, weder als Rapid noch als Austria-Trainer. Vielleicht klappt es ja heute. 2, die ganz genau wissen, was es heißt, ein Derby zu gewinnen, sind heute unsere Premiere-Experten. Ich begrüße Michael Konsel und Frankie Schinkels. Hallo. 3-mal, ich habe in den Geschichtsbüchern gekramt, haben Sie beide ein Derby gegeneinander gespielt. Frankie, Sie haben öfters gewonnen, 2-mal. Ja, und Michi sogar einmal ein Tor geschossen. Was wir, das haben wir schon einmal ein Tor gekriegt. Das hat aber Michi wahrscheinlich verdrängt. Ja, wie immer. Also die Gegentore habe ich immer verdrängt. Also ich kann mich eigentlich nur an die Siege erinnern. Und auch hier haben wir ab und zu gewonnen, nicht sehr oft. Aber Sie müssen sich jetzt daran erinnern, hier ganz oben, 2. April 1988 war es. Frankie Schinkels trifft zum 4:0 für die Austria. Ja. Endstand dann 4:2. Ja, das war, wie gesagt, der Michi hat genauso viel und oft gewonnen, aber damals haben wir natürlich gefreut wegen Tor und wegen 4:2. Und als Trainer habe ich natürlich auch meine Derbys gewonnen. Also ich habe beides erlebt, als Fußballer und als Trainer. Aber der Michi ist dann mit Rapid in dieser Saison auch Meister geworden. Zurück in die Gegenwart zum heutigen Derby, Frankie. Sie waren im ersten Derby dieser Saison noch Austria-Trainer. Was bedeutet dieses heutige Spiel für die Austria?
Ja, das ist natürlich ein Druckspiel. Das ist für die Austria hopp oder drop. Man merkt es hier, man merkt es im Stadion, man merkt es die Anspannung bei den Spielern. Da steht viel am Spiel und man kann jetzt nicht mehr taktieren. Man muss das Heimspiel gewinnen und das gibt natürlich immensen Druck. Michi, um wie viel einfacher ist denn heute die Ausgangsposition für Ihren Ex-Club Rapid? Ja, ich glaube, es ist schon wesentlich einfacher. Sie haben sehr viel Selbstvertrauen getankt, sie wirken wirklich topfit. Sie haben gegen Altach zwar anfangs Probleme gehabt, haben aber das Spiel dann letztendlich verdient gewonnen und kommen daher mit sehr viel Selbstvertrauen. Und die Austria steht wirklich unter Druck, weil eine Niederlage hier, das würde schon sehr viel aussagen. Und gerade im Derby, wenn man den Druck hat, dann wird es ganz schwer. Also, ich hoffe, es wird ein schönes Derby, wir sehen viele Tore, aber normalerweise, gerade diese Ausgangssituation riecht ein bisschen nach Unentschieden. Mit dem Austria-Trainer haben wir schon gesprochen, jetzt wollen wir natürlich auch mit dem Rapid-Trainer reden. Roland Streins macht das für uns. Nach dem Sieg gegen Altach bleibt der Aufwärtstrend der Grün-Weißen also intakt. Überhaupt die letzten drei Bundesliga-Begegnungen gewonnen. Wie viel Aufwärtstrend wird denn heute vonnöten sein, um auch im Horststadion zu gewinnen, Peter Backhult? Ja, wir müssen sicher einen hohen Aufwand hier betreiben, um hier das Spiel so zu gestalten können, dass wir versuchen, eben das Spiel in den Griff zu bekommen. Und damit brauchen wir eine hohe Laufbereitschaft. Dazu braucht man auch dementsprechend die Arbeit am Ball. Und das wollen wir heute versuchen umzusetzen. Ich habe heute auf der Rapid-Homepage gelesen, mit einem Sieg im Derby in Richtung Europa. Da war vor Wochen noch vom Abstieg die Rede. Wie es hier ist, und da hat der Trainer gefragt, auf die Euphoriebremse zu drücken. Ja, sehr, weil man da sind schon wieder bei den einen oder anderen wahrscheinlich irgendwelche andere Gedanken. Man braucht sich nur die Tabellensituation anschauen und das sagt eh alles. Steffen Hofmann hat heute einen Fitnesstest gemacht und bestanden. Wie fit ist er? Was hat er? Von dem weiß ich nichts, dass er einen Fitnesstest bestanden hat oder gemacht hat. Er ist vor der Kabine auf und abgetrabt. Am Spielbericht ist noch ein Platz frei geblieben. Steffen Hofmann ist nicht drauf gestanden. Es wurde gemeldet, er habe sich beim Aufbauspiel, beim Freundschaftsspiel gegen Langenrohr verletzt. Dann wissen Sie mehr wie. Der Steffen Hofmann ist im Gang nur um und um gelaufen, weil er in der Kabine sitzen bleiben kann. Weil er einfach der Typ ist, der was ein bisschen Bewegung vor den Spielern macht. Das macht er bei den Heimspielen. Also, wie gesagt, da wissen sie mehr wie. Umso besser, Steffen Hofmann ist fit und dabei, nicht dabei, sind Bilic und Linker, die beiden erfolgreichsten Torschützen von Rapid. Linker überhaupt noch auf der Tribüne, ich nehme an, aufgrund der Ausländerregelung. Was erwarten Sie sich heute von Ihrem Sturm Kinzel-Basiner? Eigentlich das, was sie in der Vorbereitung gespielt haben, genauso wie im ersten Spiel gegen Altach, dass sie sich vorne sehr gut bewegen, dass sie sich sehr gut ergänzen, dass sie Bälle fordern und wenn es geht, natürlich die nötigen Tore machen. Danke. Wir wissen mehr als Peter Backhult, ist ja auch hin und wieder ganz schön. Michael Konzel, sieht man daran, dass er vor dem Spiel etwas lockerer wirkt als Georg Zehlhofer? Na klar, also er hat auf jeden Fall die bessere Ausgangsposition. Er weiß, dass sein Stürmer, vor allem der Kinzel, in einer sehr, sehr guten Form ist. Er hat gleich zweimal getroffen. Er wirkt auch, ich habe das Spiel gesehen live, er wirkt auch sehr, sehr fit für mich. Also ganz verändert wie noch in der letzten Saison. Und das ist schon ganz wichtig, wenn man das Gefühl als Trainer hat, man hat topfitte Spieler und man kann auf sie zählen. Sie haben es gerade angesprochen, Michi, ja, Marek Kinzel, der scheint im Jahr 2007 wieder so richtig in Form gekommen zu sein, hat also beim 2:1 Heimsieg gegen Altach in der Vorwoche beide Tore erzielt für die Rapidler. Frankie, wie wichtig könnte denn der Marek Kinzel heute für Rapid werden? Ja, Michael hat schon recht, hat natürlich eine riesen Portion Selbstvertrauen getankt, aber ich muss trotzdem ein bisschen für die Rapid auf die Bremse steigen, weil ich habe es nicht so gut gesehen gegen Altach, dass man jetzt hier nur von großer Favorit Rapid reden kann. Rapid hat ein wichtiger Sieg eingelangt, ein Kampfsieg. Sie haben die Tugenden, die Rapid braucht, am Platz gelegt. Kampf, Biss, die sind da. Aber spielerisch war es weit weg von einem großen Top-Favorit. Darum sehe ich trotzdem Austria hier in der besseren Rolle. Ich finde, dass Austria in Tirol sehr gut gespielt hat. Überhaupt die ersten 60 Minuten. Hat dann geschlafen bei Standards. Das sollten sie heute nicht machen. Darum ist für mich trotzdem die Austria hier Favorit. Michael Konzel, was macht denn den Reiz des Wiener Derbys aus? Gerade auch in der Situation, in der sich beide Clubs in dieser Saison befinden. Egal, wo ein Derby gespielt wird, in welcher Stadt, das ist immer ganz, ganz was Besonderes. Es wird schon Tage vorher angeheizt, es wird darüber gesprochen. Es ist das Interesse enorm hoch von den Medien, von den Fans.
Und das macht es einfach aus im Fußball, solche Spiele. Und da wird es sich auch zeigen heute, wer jetzt gerade in so einem wichtigen Spiel einfach Akzente setzen kann. Und ich bin schon sehr gespannt. Es ist immerhin sehr jung noch die Meisterschaft, das zweite Spiel. Wie der Frenkie schon gesagt hat, Rapid hat nicht überzeugt. Erste Halbzeit aber haben bis zum Schluss gefightet und gekämpft und hat sich das Selbstvertrauen für das heutige Spiel erkämpft. Und die Austria wird man sehen, ob sie zweite Halbzeit wieder einen leichten Rückfall bekommen. Das wird sich weisen, ob dann letztendlich auch in der Vorbereitung gut gearbeitet wurde. Vielleicht wird es ja auch heute ein legendäres Derby. Man erinnert sich ja an manche Derbys auch noch viele Jahre später. So zum Beispiel an das im Spätsommer des Jahres 1996. Sie erinnern sich sicher an die Ogris und Didi Kübauer, damals Nase an Nase. Und unser Premiere-Experte Frankie Schinkels hat die beiden in dieser Woche im Wiener Prater getroffen und sie standen wieder Nase an Nase. Kübauer und Ogris, sie sind sowas wie das personifizierte Wiener Derby. Zwei auf Konfrontationskurs. Typen, wie sie rar geworden sind in der Bundesliga. Nase an Nase, ohne Kompromisse. Vor 11 Jahren, genau wie heute. Frankie Schinkels haben sie erzählt, was damals Auge in Auge besprochen wurde. Also wie wir Nase an Nase gestanden sind, hat er anfangs ein bisschen was Liebes zu mir gesagt. Wobei, da habe ich perfekt gekontert, muss ich sagen. Und nachher haben wir echt gedacht, er muss irgendwann in der Erstversorgung in einem Spital arbeiten, weil er schon gesagt, draußen war der Gips schon. Nicht? Ich habe ja das wirklich kennen, nicht? Weil ich habe ja eine Lehre als Elektroinstallateur gemacht und da habe ich viel Gips arbeiten müssen. Und ich habe, wie ich ins Haunebestattung gefahren bin, habe ich vorsichtshalber immer gleich Sackelgips mitgenommen. Auch wenn es oft hart hergegangen ist zwischen den beiden, gebraucht wurde der Gips zum Glück nie. Aber wie schaut's aus mit der Angst vor dem gegnerischen Publikum? Glaubst du, dass es noch Spieler gibt, die sich wirklich anscheißen, wenn sie auswärts spielen gegen die Austria als Rapidler? Wenn ein Spieler sich auf Deutsch gesagt anscheißt vor dem Spiel, dann muss ich ehrlich sagen, dann soll ich daheim bleiben und soll ich Playstation spielen oder soll ich, weiß nicht, mit dem Hund spazieren gehen, weil das gibt es einfach nicht mehr. Sie werden gut bezahlt, die Kollegen. Manche habe ich den Eindruck leider, dass sie sich wirklich mit einem Brennstrafen in der Hose umrennen. Und ja, wie gesagt, da muss man vor dem Spielbeginn muss man schauen, ob er was drin hat. Und dann wird er natürlich aussortiert. Aussortieren würde Andi Ogris auch so manchen Schiedsrichter. Denen gibt er ganz locker im Vorbeigehen eine mit. Wie entscheidend kann ein Schiedsrichter werden? Der Schiedsrichter kann die Partie schon mitentscheiden. Ne? Der Unterschied zu früher ist halt auch so, ich kann mich erinnern, der Schiedsrichter Kappe, wenn du da als Spieler mal was gesagt hast und eine kleine Entgleisung verbal gehabt hast, der hat da halt was retour gesagt. Ich habe gesagt, was du heute wieder für einen Scheiß zusammenpfeifst, hat er gesagt, ja, und was du für einen Scheißtag zusammenspielst. Das ist halt, das war halt dann die andere Geschichte und das hast du aber dann auch akzeptiert. Aber heute darfst du die Schiedsrichter ja nur mehr mit Glacé-Handschuh angreifen und ja nicht anschauen, weil blöd schauen ist schon gelbe Karten und zweimal blöd schauen bist du draußen. Das Wiener Derby, ein ewig junges Thema, die Diskussion angeregt, die Sympathien klar verteilt. Wenn ich trotzdem irgendwas auskitzeln muss, was Positives über die Austria. Ich selber hätte mir nie vorstellen können, dass ich bei der Austria Fußball spiele. Das gebe ich ehrlich zu, weil ich war mein Leben lang Rapidler und die Austria war mir ewig ein Gräuel. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass meine violetten Buben gewinnen, weil man sich dann ganz anders in Wien ein bisschen bewegen kann, wenn die Austria es damit gewonnen hat, als wenn man es verloren hat. Schinkels, Ogris, Kübauer, drei echte Champions, die wissen, was ein Derby braucht, damit die Emotionen so richtig hochkochen. Und Frankie, was das Wichtigste ist, Sie können uns bestätigen, die beiden sind auch abseits der Kamera friedlich miteinander umgegangen, oder? Ja, es sind zwei tolle Typen, die am Spielfeld alles geben, aber es sind beide Familienväter, es sind herzliche Freundschaft miteinander umgegangen. Ja, wirklich. Es sind echt so, wie sie sind. Im Spielfeld geben sie alles, gehen sie über die Grenze und aus dem Spielfeld sind es echt freundliche Typen. Michi Konsel, fehlen solche Typen heute in einem Wiener Derby? Ja, solche Typen fehlen den ganzen österreichischen Fußball, also da gehört mehr her. Ich kenne sie ja beide, ich habe mit beiden gespielt oder auch gegen den Andi sehr oft gespielt, im Team mit ihm gespielt. Also das sind beides Vollblutfußballer und wie er schon gesagt hat, der Frenkie, die geben einfach alles. Diese 90 Minuten sind zwar sehr, sehr heiß oft und da kann es oft brennen und da kommt es eben zu solchen Situationen, was man in der Vergangenheit oft erlebt hat, aber sie geben alles und wollen immer das Beste für die Mannschaft.
Frank, inwiefern müssen wir vielleicht auch heute ein hektisches, ein sehr emotionales Derby erwarten? Ja, ich fürchte, wenn Sie mich jetzt gefragt hätten wegen dem Ergebnis, bin ich auch der Meinung, eher unentschieden. Aber ich fürchte, dass es ein sehr hartes, sehr aggressives Derby wird mit vielen Karten und auch vielleicht mit einer oder anderen roten Karte. Und das wäre schade, aber es ist so viel Druck auf diese Partie, auch von der Tabelle her, dass man das erwarten muss. Also Sie tippen unentschieden. Michi, was meinen Sie, wie geht's aus? Ich habe es vorhin auch schon gesagt, der Unentschieden. Es riecht ein bisschen nach Unentschieden. Müssen wir mal abwarten, wie sich das Spiel die ersten 20 Minuten entwickelt, dann kann man mehr sagen. Wir freuen uns auf alle Fälle. Danke vorerst, Michi Konsel, Frankie Schinkis, auf ein spannendes, auf ein interessantes 280. Wiener Derby. Dieses Spiel können Sie übrigens auch im Internet sehen, bei uns bei Premiere auf Premiere.at ab sofort. Die T-Mobile Bundesliga also auch im Internet zu sehen. Und jetzt geht es also gleich los, hier im ausverkauften Heustadion. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit den Bildern von Helmut Gürtel und mit dem Kommentar von Erich Auer. Das folgende Spiel wird Ihnen präsentiert von bwin.com, Europas größtes Wettangebot. Spaß muss sein, auch von meiner Stelle herzlich willkommen zu diesem Wiener Fußball-Gipfeltreffen. Naja, Gipfeltreffen, die Austria bleibt, haben wir schon gehört, auch im Falle eines Sieges im Basislager kleben und eingesperrt. Rapid könnte zumindest mit einem Erfolg auf die Mittelstation der T-Mobile Bundesliga vordringen. Beide Trainer sehr optimistisch, siegesgewiss. Und wie hat der Kollege der Website Sportventil heute so schön geschrieben, wenn beide vom Sieg reden, dann sollte man schnellstmöglich ins Wettbüro gehen und noch auf X tippen. Wer das dritte Derby unentschieden dieser Saison, das 62. in der Geschichte. Ja, Peter Packholt, der Schachgroßmeister, denkt stellvertretend für seinen Präsidenten Rudolf Edlinger natürlich an den Österreicher Topf der Bundesliga und hat wieder mal ein Bauernopfer vollbracht. Und das heißt heute Peter Linker, der zweitbeste Torschütze von Rapid, nicht mal im Kader. In der Anfangsformation gibt es nur eine Änderung und die notgedrungen. Hannes Eder, Karate Kid 18, mit der fünften Gelben gesperrt. Peter Woryschek kehrt zurück auf die Position des rechten Verteidigers. Sonst alles wie gehabt gegen Altach mit Radek Babel als Turbo-Staubsauger im Mittelfeld und davor die drei Offensiven. Branko Boskovic bekommt eine zweite Chance. Veli Kavlak und Steffen Hofmann. Marek Kinzel zuletzt zweifacher Torschütze gegen die Vorarlberger. Und Mario Basina wohl der Einfädler. Sein letztes Bundesligator datiert vom 23. Juli des Vorjahres. Die Bulldogs sind seit 15 Jahren Feuer und Flamme für die Wiener Austria. Vielleicht brennt heute der Rasen und hoffentlich nicht das Drumherum in Violett. Georg Zellhofer hat mehrere Umstellungen vorgenommen gegenüber dem 2:2 auf dem Innsbrucker Tivoli. So Johannes Ertl, der für den gesperrten Joachim Standfest auf die Position des rechten Verteidigers rückt im Mittelfeld statt Arek Radomski, der den Herrn Hattenberger zweimal aus den Augen verloren hat in der letzten Viertelstunde in Innsbruck. Markus Kiesenebner neben Kapitän Chancelin Blanchard. Und vorne setzt Zellhofer auf Tschechenpower. David Lafata zum zweiten Mal von Beginn an. Sein Landsmann Václav Zverkoš, der auf dem Tivoli die letzten fünf Minuten mitgehen durfte. Statt Hannes Aigner, zweite Sturmspitze. Ja, tendenziös kann dieses Derby wieder mal nur besser werden als die beiden Vergangenen in dieser Saison. 0-0 hier im Horststadion in einem Unspiel, 1-1 im Hanapi-Stadion in einer Sturm- und Windlotterie. Na, vielleicht haben wir heute ein gutes Spiel mit einem 2:2. Wäre doch was für neutrale Beobachter. Der Herr mit dem roten Trikot heißt Stefan Messner, ist 42 Jahre alt, von Beruf Kraftfahrer und er leitet dieses 280. Wiener Derby. Vielleicht kein gutes Omen für das Team von Arek Radomski, denn Messner war auch Schiedsrichter beim bislang letzten Heimspiel der Austria in dieser Saison im Dezember hier im Freistadion. Und da ging eine tolle Serie zu Ende. 20 Heimspiele war Violett unbesiegt und dann kam das 0:2 gegen den designierten Meister aus Salzburg. Also so singen nicht unbedingt Fans eines Tabellenschlusslichts, aber es ist nun mal zum Leidwesen der Wiener Austria Fakt.
Fakt ist, dass Franz Wohlfahrt schon lange nicht mehr im Tor der Austria steht, trotzdem dem Club immer noch die Daumen drückt. Da sind sie, die Protagonisten, Rapid im quergestreiften Grün-Weiß und die Austria mit den Auswärtsdressen. So viel zum Thema, Fußballer sind nicht abergläubisch. Mit den Heimdressen gelang kein Derby-Sieg. Heute sollen es die weißen Jerseys richten. Die Stimmung toll. Derby würdig. Das Horststadion seit zwei Tagen ausverkauft. Das Kartenkontingent wurde nicht voll ausgeschöpft, aus Sicherheitsgründen. Aber mehr als 11.000 Fans in Erwartung dieses Schlagers. Die Assistenten von Stefan Messner haben wir noch gesehen. Links von ihm Markus Meyer, rechts Gerald Bauernfeind. Von ihm aus gesehen. Ja, und jetzt sollten wir noch einmal sagen, ganz genau, wer wir wirklich sind. So, leichte Sichtbehinderung am Verteilerkreis ist inkludiert bei einem Heimspiel der Austria. Die bengalischen Feuer brennen, die Spieler hoffentlich auch. Zwei Steirer, gutes Spiel. Derbys hat Chancelier Blanchard schon absolviert, dabei kein Tor gemacht. Vertragsverlängerungen stehen an. Der Franzose zeigt sich ja schon seit einigen Monaten sehr gesprächsbereit. Martin Hieden, das Pendant bei Rapid, etwas in die Jahre gekommen, aber immer noch danke für den Bauernschneuzer. Ein verlässlicher Innenverteidiger. Allerdings beide Innenverteidiger von Rapid, nicht unbedingt 100 Meter Sprinter. Sabolcs Schaffer macht heute sein 217. Bundesligaspiel und ist damit gleich auf mit dem heute gesperrten Joachim Standfest, der Austrianer mit den meisten Einsätzen in Österreichs höchster Spielklasse. Helge Peyer braucht dazu noch ein wenig. Ups! Ja, ja, diese detonatösen Grüße aus den Fankurven irritieren natürlich extrem. Und Helge Peyer, sehr mutig, stellt sich da schon in der ersten Hälfte vor den Austria-Sektor. Also das muss nicht sein. Knallkörper bitte einstellen. Silvester hatten wir schon. Markus Meyer, schöner Rücken, kann auch entzücken. Stefan Messner im Gegensatz zu seinen Assistenten kurzärmelig. Der hat Hitzen. Der vierte Referee Christian Steindl hat auch Stadionsprecher Erwin Gruber mal instruiert, hier den Fans mitzuteilen, diese Knallerei bis zum 31. Dezember zu verschieben. Naja, wir wären soweit. Austria in Weiß-Violett in Hälfte 1 von rechts nach links an die Arbeit, meine Herren. Radek Babel, der also Peter Linker den Stammplatz gekostet hat und diese neue Regelung des Österreicher Topfes. 10 heimische Spieler auf dem Blankett, dann gibt es überhaupt erst Geld, kostet Peter Linker sogar den Platz im Kader. Kein Foulspiel, läuft weiter Wolfgang Meyer. Da ist erstmals Lafata. Martin Hieden hat sich gleich bei ihm bemerkbar gemacht. Lafata kennt den österreichischen Fußball aus seiner Zeit in Griechenland. Da hat er bei Xanti gespielt und das ist ja eine wahre Österreicher Dependance.
Roscher konnte den Ball nicht im ersten Versuch annehmen. Foulspiel von Mario Basina an seinem langjährigen GAK-Kollegen Mario Tokic. Ronald Gerzaglio. Schön weitergeleitet von Lafata. Andreas Lasnik. Und Helge Bayer geht auf Nummer sicher. Lasnik mit neuer windschlüpfriger Frisur. Der Freistoßkönig der Austria. Zwei direkte Freistoßtreffer. Einer noch in Innsbruck. Das zweite Tor beim FC Wacker. Kutschima per Freistoß vorbereitet. Sein Pendant auf der anderen Seite ja Peter Woryschek. Der hat gleich drei direkte Freistöße in dieser Saison verwandelt. Schauen wir mal, wer heute den Titel Freistoßkönig des Derbys erhält. Havlak. Nicht attackiert. Und der erste Torschuss der Partie nach 2,5 Minuten. Abgefeuert von Branko Boskovic. Und da war schon mehr Schmackes dahinter als bei seinen beiden Torschüssen in der ersten Frühjahrsrunde gegen den SC Rheindorf-Altach. Der Möglichkeit, gutes Tackling von Markus Katzer. Klasnik gibt den Ball nicht so einfach verloren, aber dann macht das Josef Valachovic ganz routiniert. Das Kapitel abzuschließen, eines dieser direkten Freistoßtore des Andreas Lasnik gegen ihn hier, gegen Helge Payer beim bislang letzten Derby mit kräftiger Unterstützung des Westwindes in St. Anapi. Gute Flanke Richtung Mario Basina, aber der zieht da im Kopfballduell klar den kürzeren. Bebel. Auf Woryschek. Willi Kavlak sehr viel unterwegs in dieser Anfangsphase. Jetzt kommt er mal hier über rechts und zumindest den Einwurf raus. Meter Raumgewinn für Rapid. Basina typierte da zwar Gerzaglio, allerdings das jungfräuliche Tor des Horststadions bleibt auch so. Ja, seine Derby-Bilanz nicht allzu packend. 3 als Austria-Trainer, kein Sieg. Eines als Rapid-Trainer, kein Sieg. Und leider geht das schon wieder los mit Werfen von Gegenständen. Diesmal haben sich die Rapid-Fans ausgezeichnet hinter dem Tor von Schaffer. Das Opfer, Schiedsrichterassistent Markus Meyer. Schlechter Abschlag von Valachovic. Kiesenebner, der kann's! Und er macht das sensationell! Wer ist Arek Radomski? Markus Kiesenebner in Minute 6 mit dem Führungstreffer für die Austria. Ausgehend von dem misslungenen Abschlag von Josef Valachovic hier. Genau in die Beine von Kiesenebner und der auch unbedrängt, zögert nicht lange. Eine Harpune allererster Marke. Zweites Saisontor für den Oberösterreicher. Wahrscheinlich das Schönere der beiden. Thank you.
das Missverständnis zwischen John Ertl und Lafata. Aber man muss einander erst kennenlernen bei dieser rund erneuerten Austria-Mannschaft. Lafata elegant. Kiesnebner zurück auf den Tschechen und der sucht seinen Landsmann. Svergosch fährt da ein Spinnenbein aus und mit dem anderen trifft er Petr Voryšek. Naja. Povidl Taschal aus der Tschechischen Republik konnte sich wenigstens in der Muttersprache hier bei Voryšek entschuldigen. Von Blanchard, aber Ball ist bei Willi Kavlak, sucht sofort Voskovic und dann nachgepfiffen von Stefan Messner, der da einen eventuellen Vorteil abgewartet hat. Jetzt gibt es den Freistoß für Rapid, rund 35 Meter vom Tor von Szabolcsaffa entfernt. Ein nachdenklicher Peter Pakult, ein etwas aufgeregter Szabolcsaffa, den Freistoß tritt. Dreimal dürfen sie raten. Peter Voryšek. Der versucht es diesmal nicht direkt, obwohl das zuerst den Anschein hatte. Trifft zwar Martin Hieden, aber dann kann sich die Austria problemlos befreien. Ballverlust. Lafata, Blanchard versucht die Kugel zurückzuerobern und Kiesnebner gelingt das letztlich. Sehr starke Auftritte der beiden zentralen Mittelfeldspieler der Austria in der Anfangsphase. Das Ganze nochmal für violette Fans zum Genießen. Boskovic schaut zu. Payer schaut in der Luft zu, ist zwar noch dran, kann diesem Gewaltschuss aber nicht mehr die nötige Richtungsänderung geben. Hasina auf Markus Kapzar, der ist dem völlig missglückt, dieser Flankenversuch. Kapzar, einer der aktivsten beim Heimsieg gegen Altach, hat viel Druck über die linke Seite gemacht, speziell in der letzten halben Stunde, als er mit Ümit Korkmaz seinen neuen Partner auf dem Flügel hatte. Aber 11 Derbys hat Markus Kapzar gespielt. Keines davon gewonnen. Wäre auch mal Zeit für ihn persönlich, das aus den Geschichtsbüchern auszuradieren. Da hat sich Valachowitsch auf Hieden verlassen. Diesmal patzt der bei der Ablage, Lafata, da ist Lasnik und das Spiel läuft weiter. Also erster Eindruck auch für mich, wie für Stefan Messner, kein Elfmeter. Lafata! Das könnte ein ganz großer werden im Austria-Dress. Der Bursche hat alles drauf, schnell, trickreich und auch mit dem Kopf. Wie wir hier sehen, spektakulär und gar nicht mal so schlecht. Hat eine Wahnsinnsquote in der Nationalmannschaft. 3 Länderspiele, 2 Tore. Sowas hätten sie natürlich auch gern in der T-Mobile Bundesliga, die Violetten. Zudem läuft er auch schon mit rund 1,5 Kilometern, was das Vorchecking betrifft, an Laufarbeit.
Ja, Gerzalio hier ohne Rücksicht auf Verluste, nichts passiert. Und dann wird er von Willi Kavlak zu Fall gebracht. Ja, er kann ganz schön austeilen, Ronald Gerzalio, aber hier hat er auch ganz schön eingesteckt. Übrigens das erste Mal seit 19. November 05, dass Gerzalio und Ertl gemeinsam spielen. Das war, wie schon vorher gesagt, kein Elfmeter. Gerzalio und Ertl damals beide im Sturmdress. Und jetzt raten Sie mal, wie der Gegner hieß. Richtig, Rapid. Teamchef und Bundesliga-Atlatus-Chef geben sich die Ehre. Viel Prominenz heute im Ohrstadion. Zverkos. Ball war bereits über der Torauslinie. Stichwort Prominenz, auch der Jedermann. Peter Simonischek wurde schon gesichtet. Noch dazu mit Austria-Schal. Tja, Kulturauftrag von Premiere Austria auch ausgeführt. Zurück zum Sport. Steffen Hofmann, Feldpass. Schöner Pass von Blaschard in den Lauf von Andreas Lasnik. Katzer hinter ihm und zur rechten Zeit noch am rechten Ort. Starker Sprint von Markus Katzler und ich denke, Lasnik ahnte ihn nicht so wirklich in seinem Rücken. Aber was war das für ein Traumpass von Chasselin Blanchard? Hier, Lasnik hat nur Augen für den Ball und in dem Moment, als er abziehen will, kommt da doch glatt das linke Bein von Markus Katzler angeschossen. Ertl. Blanchard. Gut geblockt von Hofmann. Wolfgang Mayer. Ach, so kann man einen Markus Katzer überspielen. Raffata gegen Bebel, gegen Payer, gegen keinen mehr. Nur 5 Minuten nach dem 1-0 erhöht das Team von Georg Zellhofer auf 2-0. Und Tim fällt da wieder mal der Herzschrittmacher aus der Hose. Erstes Tor von David Laffata in der T-Mobile-Bundesliga. Und wieder ein nicht ganz gelungener Abschlag. Vorentscheidend. Diesmal von Voriszek mit dem Maschinenfuß. Dann Meier mit dem Lob über Katzer, mit dem Idealzuspieler Laffata. Bebel traut sich da nicht mehr hinzugehen, um nicht womöglich einen Elfmeter-Foul zu verursachen. Und Payer erhält die Höchststrafe. Dumm gelaufen, Helge. Noch keine 15 Minuten gespielt und die Austria führt mit 2-0. Aber liebe Rapid-Fans, auch vor einer Woche führte die Austria mit 2-0. Der Endstand aus Innsbruck ist wohl allen bekannt. Kavlak, ja, wollte da den Ball ins lange Eck schieben. Und dann Steffen Hofmann mit dem schwächeren linken Fuß vorbei. Also das rechte Tor von uns aus gesehen nach wie vor unbefleckt. Das linke neue im Horststadion schon zweimal gefüllt. Und jetzt haben natürlich die Bulldogs auf der Westtribüne allen Grund zum Feiern. Das war auch angekündigt. Minute 15, eine Choreografie. Und jetzt sollten die Spieler da unten warten mit dem nächsten Angriff auf das Rapid-Tor. Sonst können den die härtesten Fans der Austria gar nicht mitverfolgen. Also Wolfi Mayer darf sich einen Assist-Punkt gut schreiben lassen für diese tolle Vorarbeit zum zweiten Treffer der Austria.
Hofmann. Mit Voreschek mit. Der gegen Kerzaglio. Wieder Hofmann. Ball einfach mal rein in den Strafraum. Naja. Branko Boskovic endlich mit dem richtigen Namen auf dem Dress. Aber auch mit einer Symbiose aus seinem Vor- und Familiennamen unter der Nummer 27 konnte er bei seinem Bundesliga-Debüt den Gegner nicht wirklich irritieren. Aber er hat sich eine zweite Chance verdient. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, der Mann hat kaum Spielpraxis unter Wettkampfbedingungen. Laffert da unermüdlich. Wechselt immer wieder die Seite mit seinem Kollegen Sverkosch und jetzt hängt da Josef Valachowicz die erste gelbe Karte dieses Spiels an. Das meinte ich mit, die Innenverteidiger von Rapid sind keine 100-Meter-Sprinter und diese griechisch-römischen Ringkämpfe nehmen auch überhand, ebenso wie die Leuchtraketen, die Austria-Fans jetzt da in den Innenraum des Stadions schießen und Helge Peier hat davon eine abbekommen. Also manche lernen es nie. Aufgepasst. Das sind Dinge, die auf einem Fußballplatz nichts verloren haben. Und vor allem führt die Austria 2-0 und ein paar Naturdeppen da oben sind einfach nicht zu belehren. Nach der tollen Choreografie so eine idiotische Aktion. So. Stefan Messner bittet die Akteure mal raus aus dem völlig vernebelten Rapid-Strafraum. Und die neuen Werbebanden hier im Horststadion, vor allem diese LED-Bande, ist auch schon gezeichnet. Was geht in solchen Menschen vor, sagt Peter Packold gerne, wenn ein Spieler einen anderen von hinten umschneidet. Vielleicht denkt er sich das jetzt auch über die Fans des Teams von Georg Zellhofer. Sicherheitskräfte sollen heute hier für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Betonung auf sollen. Ich frage mich nach wie vor, wie diese Raketen überhaupt und Wurfgegenstände hier ins Stadion reinkommen. Und die Rapid-Fans ziehen gleich munter nach auf ihrer Seite. Auch da landen jetzt die Feuerwerkskörper auf dem Rasen. Also das Wort Fan werde ich für den Rest des heutigen Spieles mal bleiben lassen. Ganz ehrlich, sollte das so weitergehen, wünsche ich mir, dass Stefan Messner die Stirn hat, um dieses Spiel abzubrechen. Irgendwann muss mit diesen Verrücktheiten Schluss sein auf den Fußballplätzen. Wir wollen solche Szenen sehen. Wunderbare Vorarbeit, Wolfgang Mayer. Erstes Bundesliga-Tor, David Laffata. So, der Rauch verzieht sich, die Sonne strahlt nochmal von Westen in das Franz-Horst-Stadion. Das ist das Signal, dass es weitergehen kann. Zum Glück wurde Helge Peier da nur unten am Fuß getroffen. Freistoß, Andreas Lasnik, Alarmstufe Rot für Rapid. Und Helge Peier hält zum ersten Mal einen Ball, der auf sein Tor kommt, in Minute 21. Die ersten zwei Torschüsse waren ja gleich drinnen.
Abseits von Markus Meyer angezeigt. Wir schauen mal, ob Martin Hieden da womöglich mit der Hand dran war. Na, vielleicht hier noch genauer. Nein. Also Ball zur Hand. Keine unnatürliche Bewegung des Rapid-Kapitäns. Hat auch niemand wirklich reklamiert. Wasina, jetzt etwas mehr Platz für die Rapid-Angreifer, ausgenommen in der Mitte, denn da ging es rund zwischen Tokic und Kienzl. Mario Wasina mit links, aber auch so kommt er an Jocelyn Blanchard nicht vorbei. Ich denke, auf das Duell Kienzl gegen Tokic sollten wir mehr als nur ein Auge richten. Was die beiden da knüpfen, ist alles nur keine Freundschaft. Schnell abgespielter Freistoß. Voríšek, schwach. Jetzt reklamiert Steffen Hofmann Handspiel, aber auch da die richtige Entscheidung. Sverkos hat sich vom Ball weggedreht. Und der Konter der Austria läuft. Lafata auf Andreas Lasnik. Der mit der Spielverlagerung auf Wolfi Meier. Was im Hintergrund? Johnny Ertl. Also 23 Minuten nicht nur gespielt, aber absolviert. Und diese 2-0-Führung der Austria geht ganz klar in Ordnung. Und jetzt gibt es den ersten Polizeieinsatz auf der Osttribüne, während wir hier nochmals Johnny Ertls Hammer rauf auf die Westtribüne sehen. Das sind leider schon wieder Szenen, die an dieses unselige Derby mit dem die Dulitzer Galgen etc. Ich will mich gar nicht mehr erinnern. Leider erinnern. Naja, Videoüberwachung sowieso in Favoriten. Bin gespannt, wenn diese Lippenbekenntnisse punkto Stadionverboten einmal in die Tat umgesetzt werden. Zurück zum Sportlichen. Freistoß Steffen Hofmann. Ja, guter Kopfball im Ansatz zumindest von Branko Boskovic. Und da war wieder ein Duell von Marek Kienzl, diesmal allerdings mit Schima, nicht mit Tokic. Ja, wieder klug gemacht von Stefan Messner. Kurz gewartet, kann da ein Vorteil entstehen. Dem war nicht so. Und die beiden Vierer beim frühlingshaften Bockspringen, ein klares Foulspiel von Martin Hieden an David Lafata, den sie nicht wirklich in den Griff bekommen, da hinten, die Grün-Weißen. Kurz nach Handspiel von Lasnik ausgesehen und jetzt geht der Ball zu Rapid. Kompromissentscheidung. Voríšek reklamiert noch, statt sich da auf den Aufbau nach vorne zu konzentrieren. Und schon ist die Kugel wieder futsch. Foulspiel Babel diesmal an Jocelyn Blanchard. Mal kurz zu Lafata, der hat bisher mehr als die Hälfte seiner 15 Zweikämpfe gewonnen, ist für einen Stürmer ganz beachtlich. Kabelak diesmal von Kiesnebner zu Fall gebracht. Also jetzt läuft es so, wie es Frankie Schinkels vermutet hat, mit vielen Fouls. Gelbe Karte gab es allerdings erst eine. Naja, liebe Freunde, Sie sehen hier Fußball
ich sehe leider auch noch ganz was anderes. Auf der Osttribüne werden Bänke geworfen. Aber ich denke, wir sollten dort nicht unbedingt mehr hinschwenken. Jetzt lässt sich's nicht vermeiden. Sie haben es kurz gesehen. Einige Gehirnamputierte auf der Flucht. Die Polizei hinterher. Und ich bitte jetzt auch den einen oder anderen Schaulustigen unter Ihnen, verehrte Zuschauer, es zu verstehen, dass wir diesen Herrschaften keine Plattform mehr im Fernsehen geben werden. So, Georg Zellhofer mit heftigen Rufen an seine Abwehrspieler, doch weiter rauszukommen. Die ziehen sich zu weit zurück und sind prompt in Gefahr. Sabolt Schaffer mit der Parade gegen Willi Kavlak. So etwas wie eine Torchance von Rapid. Gut gemacht von Kavlak, aber dann bringt er keinen Druck mehr auf den Ball. Aber das war's. Die Austria-Viererkette viel zu tief gestanden. Rapid konnte da von der Mittellinie bis zum Strafraum unbehelligt kombinieren. Lasnik mit dem Versuch, etwas für die Galerie zu unternehmen. Immerhin bleibt sein Team im Ballbesitz. Einwurf, Gerzaglio. Ja, und jetzt ein Gastgeschenk von Steffen Hofmann. Sie sehen das Pflaster da hinten am Nacken. Also irgendwas muss mit dem gewesen sein, auch wenn Peter Packholt diese Information offensichtlich nicht bekommen hat. Die erste Ecke der Partie nach knapp 29 Minuten. Von links, von einem Linksfuß getreten. Noch hat Stefan Messner den Ball nicht freigegeben. Jetzt ist es soweit. Auf die zweite Stange, da steht Radek Bebel, bringt den Ball aber nicht weg. Svergosch. Bei dem sieht man auch, der will jede Gelegenheit zu einem Torschuss nützen. Da ist nichts mit annehmen und weiterspielen. Auch hier volles Risiko, das hat sich diesmal nicht bezahlt gemacht. Salio Richtung Lasnik, der da im Zweikampf mit Voreschek zu Boden gegangen ist. Aber er attackiert den Tschechen schon wieder und zwingt ihn zu einem unkontrollierten Abschlag. Naja, die Austria endlich entmilaisiert. Das tut wahrscheinlich auch Andreas Lasnik gut. Jetzt wirklich gesetzt ist auf der Position links im Mittelfeld. Und dieses Vorchecking zahlt sich eben aus. Da hat er es jetzt allerdings übertrieben, diesen Zweikampf mit Steffen Hofmann, eigentlich ohne Chance auf den Ball. Und Hofmann ist noch nicht in dieser Partie angekommen. Voreschek auf Babel, die Austria zieht sich wieder weit zurück. Jetzt kommt Johnny Ertl raus, gibt damit den Platz frei auf der linken Rapid-Angriffsseite. Katzer und Blanchard als Feuerwehr im eigenen Strafraum. Schon wieder der Franzose, der hier kurzfristig klärt. Schima
Ganz klarer Kopfballsieger. Lafferter versucht, Zverkovic einzusetzen, blieb beim Versuch, gibt trotzdem Applaus für die beiden Tschechen. Also die Austria mit der 2-0-Führung im Rücken, offensichtlich jetzt auf Konterfußball im eigenen Stadion bedacht. John Ertl klaut da Boskovic den Ball. Dann läuft er in den Rücken von Markus Katzer. Schiedsrichter Stefan Messner deutet das als sogenanntes Sperren und daher Freistoß für Ertl und Co. Jo. Das ist ein Kopfballsieger und dann der Pfiff gegen Lafata. Ich denke, der war auch bei Lasniks Kopfball im Abseits. Allerdings hat Schiedsrichterassistent Gerald Bauernfeind, klingender Name bei einem Wiener Derby, die Fahne nicht gehoben. Ging wohl um ein Foulspiel von Lafata. Der hat im Übrigen nach 33 Minuten die meisten Ballkontakte aller Austrianer. Peter Voriszek nicht im Vollbesitz seiner körperlichen Kräfte, hat hier den Ellbogen von Andreas Lasnik zu spüren bekommen. Hofmann, sehr behäbig setzen sich die Kollegen da erst in Richtung Austria-Strafraum in Bewegung. Voriszek. Lafferta jetzt auch in der Defensive gefragt, macht das gut, auch wenn es auf Kosten des ersten Eckballs für Rapid geht. Ein Bälletreffen im Derby. Herzlich willkommen in Österreich. David Lafferta. Ecke Hofmann mit viel Effekt als Kinzel. Und da schiebt Blanchard gegen Mario Basina, aber alles noch im Bereich des Regulären. Und jetzt ist Steffen Hofmann außer sich nach dieser Entscheidung kontra Rapid. Ja, Basina steht da Blanchard nichts nach. Eishockey-würdiges Duell. Und da war bereits abgepfiffen. Lachowicz auch mal kurz den Arm ausgefahren im tschechoslowakischen Duell mit Václav Zverkovič. Diesmal kein Freistoß für Violett. Jetzt gibt's ihn nach einem Zusammenprall von Marek Kinzel und Mario Tokic. Ich habe es ihnen angekündigt, die beiden liefern sich da ein Privatderby. Ja, auch hier der Ellbogen, der linke von Kinzel nämlich, im Spiel. Sollte Mario Tokic so ein Pflaster fürs Genick brauchen, Rapid Physiotherapeut Iron Sticks Wolfi Frei hat sicher eins mit, zumindest als Reserve für Steffen Hofmann. Die 20 Foulgrenze erreicht nach 36 Minuten. Wenn das so weitergeht,
landen wir nach 90 Minuten plus Nachspielzeit über dem Bundesliga-Schnitt. Aber zum Glück noch nichts wirklich Grobes dabei. Und da wiederhole ich mich, erst eine gelbe Karte für den Herrn, der soeben den Pass gespielt hat, für Josef Vlahovic. Das ist Kienzl. In der Mitte startet Basina. Aber Kienzls Hereingabe leicht abzulaufen für Franz Schiemer. Hedin. Horischek auf Hofmann. Dem steht gleich wieder Kiesenebner auf den Zehen, im wahrsten Sinn des Wortes. Freistoß Rapid. Die Austria geht etwas energischer in die Zweikämpfe und auch konstruktiver, wenn man dieses Wort hier gebrauchen kann. Und unterbindet manchmal auch schnell vorgetragene Rapid-Angriffe schon in der Entstehung. Kavlak, für mich noch der Beste, was das Offensivspiel in Grün-Weiß betrifft. Hofmann blass, Boskovic durchsichtig. Also der Jüngste, der Aktivste, hat auch sicherlich die meiste Kraft. Petar Voreschek nähert sich mit seinem zweiten Freistoß in dieser Partie dem Tor von Sabalt Schaffer ungefähr 3-4 Meter an. Vielleicht versucht das ja jetzt direkt. Dementsprechend eine Vier-Mann-Mauer von der Austria. Worische, gut, ein Flatterball, aber gutes Stellungsspiel auch von Sabolt Schaffer, der via Faustkampf den Ball zur Ecke abwehrt. Zumindest in der Eckenbilanz hat Rapid jetzt die Nase vorne. Das ist die zweite, kurz abgespielt, wieder Hofmann. Blanchard wieder mal dazwischen. Und dann Hofmann mit dem Ballverlust gegen Wolfgang Mayer. Radek Babel mischt sich mal in die Offensive ein. Keine schlechte Flanke, etwas zu hoch für Kienzl. Erst wieder Kavlak, setzt sich gut durch. Schöner Haken und dann mit links. Das war so nicht geplant, wurde aber nochmal richtig gefährlich. Nennen wir es tolle Ballannahme von Marek Kienzl mit dem verlängerten Rücken. Und schon brannte der Hut. Ecke Nummer 3 für Grün-Weiß. Wer sagt da, Schaffer faustet nur. Abseitsentscheidung, denke ich, richtig von Herrn Bauernfeind. Wolfgang Mayer kam da aus dem Abseits. Hier, da die Ballabgabe. Mayer auf dem Weg zurück, aber dabei ertappt vom Schiedsrichterassistenten. Wieder ein Ballverlust ohne Not von Steffen Hofmann, der Zaljo. Wieder mal krachen da der Zaljo und Kavlak aufeinander und das war auch nicht die feine Art des Jungspons Veli. Ich darf Ihnen in der Zwischenzeit erzählen, dass Bewegung bei den Rapid-Ergänzungsspielern eingesetzt hat. Auch Mate Bilic macht sich warm. Und der sieht von der anderen Seite des Spielfeldes die nächste Möglichkeit der Austria. Und jetzt ist Helge Payer offensichtlich auf Betriebstemperatur. Natürlich wieder dieser Lafata mittendrin, statt nur im Strafraum.
sind die Grünen auf der Aufwärmrunde. Auch Ümit Korkmaz wäre für mich eine gute Alternative, wie schon im ersten Frühjahrsspiel gegen Altach. Also da auf dem linken Flügel richtig gewirbelt hat. Vom Wirbeln ist Peter Voriszek weit entfernt. Aber jetzt hängt da Gerzaglio eine Gurke an, allerdings brotlose Kunst. Hofmann auf Basina, da reklamieren sie Handspiel und auch schon kommt der Pfiff. Basina will es nicht wahrhaben, sagt auf dem Bundesliga-Emblem, genau da ist der Ball gelandet. Wir kontrollieren das und Schiedsrichter Messner ist der, der recht hat, denn der Ball war auf dem Unterarm. Ja, dort war er nicht, Herr Basina. Zwerkosch gegen Kratzer. Dann ausgeputzt von Ex-Austrianer Martin Hieden. Zweite Ecke für Violett. Die erste von rechts, aber auch die wird Andreas Lasnik treten. Diesmal also mit Effet zum Tor gezogen. So, Rudelbildung im Torraum, wenn sie mal auseinandergehen möchten. Auf geht's. Na gut gezirkelt dieser Freistoß an die erste Stange. Bayer kommt mit der Faust und das ist gut so für Rapid. Da ruft man wieder ohne Plan. Ball einfach mal nach vorne dreschen und dann mit einem rustikalen Einstieg gegen Lafata. Kein Foul, sagt Stefan Messner. No bum. Also der Ball war natürlich hier im Spiel, aber es war eine sogenannte Attacke von hinten. Ich frage mich, warum dieser hinten nicht mal 6 Monate gesperrt wird, was der für Fouls begeht. An und für sich sind wir in der letzten Minute der offiziellen Spielzeit in Hälfte 1, aber mich würde es nicht wundern, gäbe Stefan Messner da noch 5 Minuten obendrauf aufgrund der Rauchbombenpause. Georg Zellhofer hüpft wieder wie das Rumpelstilzchen in seiner Coachingzone, sagt wieder, geht doch früher drauf, zieht euch nicht so weit zurück. Also von 5 Minuten keine Rede, aber immerhin 3 gönnt uns Stefan Messner. Christian Steindl zeigt sie allen an. Noch. Kavlak. Bleibt dabei, der Einzige, der Betrieb macht im Rapid-Mittelfeld. Und jetzt könnte es die erste Gelbe für einen Austrianer geben. Markus Kiesenebner hat Glück. Er hat sich schon 2-mal eigentlich in dieser Partie eindrucksvoll um eine Verwarnung beworben. Naja, aber das war kein Gelbfall. Blanchard, wieder mal Zweikampfsieger gegen Radek Bebel. Auch in der Luft. Wieder die Rufe von Georg Zellhofer, raus da hinten, raus, geht früher drauf. Naja, dieses passive Spiel der Schlussviertelstunde in Innsbruck, das noch zu 2 Gegentreffern geführt hat, sitzt bei Georg Zellhofer noch tief. Voriszek wieder mal gegen Gerzaglio, ein prägendes Duell dieser ersten Hälfte, immer wieder Punktesieger Ronald Gerzaglio. Naja, noch ein Fehlpass und er braucht einen Bypass, so wie es ausschaut.
Georg Zellhofer nicht die Ruhe in Person, aber das war er ja nie in seiner Trainerkarriere. Austria-Trainer ist, wer es trotzdem bleibt. Freistoß, Steffen Hofmann. Wieder Kavlak. Der kommt auch an Blaschar vorbei. Ja, ja. Das mit den Fausten von Sabolcs Schaffer ist nicht von der Hand zu weisen. Aber war auch hier wahrscheinlich die beste Entscheidung. Nochmals Voriszek. Gute Spielverlagerung jetzt von Hofmann auf Katzer. Wo ist dieser Boskovic? Der bietet sich zwar links an. Flanke von Katzer kommt auf Kinzler und dann kommt der Kollege Basiner nicht ran, weil im Duell der Super Marios schon wieder Tokic das bessere Stellungsspiel hatte. Aber es hätte auch ins Auge gehen können, diese Faustabwehr von Schaffer. Aber allerdings hier sieht man am besten, wie der Ball sich gedreht hat. Nur wenn schon Fausten, dann wohl eher auf die Seite. Das war's. Eine leider wieder von einigen Verrückten gestörte erste Hälfte ist zu Ende. Georg Zellhofer legt zwar die Stirn in Falten, aber sein Team führt hier verdient mit 2:0. Ein harter Arbeitstag für Stefan Messner, dieses 280. Wiener Derby. Markus Kiesenebner mit diesem Gewaltschuss zur Führung. Keine 5 Minuten später. Vielleicht schon so etwas wie eine Vorentscheidung in diesem Derby durch das erste Bundesligator von David Lafata. Und Steffen Hofmann ist noch immer nicht so wirklich reingekommen in diese Partie. Hat zwar die meisten Ballkontakte aller Rapid-Spieler, auch einen guten Zweikampf fährt, aber Fehlpässe waren hier auch an der Tagesordnung. Erklärungsbedarf hat Steffen Hofmann jetzt sicher bei Roland Streins. Sie dran. Gleich kommt die zweite Halbzeit mit bwin.com. Europas größtes Wettangebot. Gegen Ende der ersten Halbzeit sind die Rapidler ein wenig aufgekommen, aber dennoch, so richtig zu eurem Spiel habt ihr noch nicht finden können. Was fehlt denn zurzeit noch, Steffen Hofmann? Ja, ich sehe das Ganze nicht ganz so schlimm. Ich glaube, wir haben die erste Viertelstunde haben wir uns einfach stümperhaft benommen, haben zwei Gegentore bekommen, die ja, wir waren einfach zu billig. Wir haben es in der Austria zu leicht gemacht, die Tore zu machen. Aber ansonsten, glaube ich, war das Spiel vom Spielerischen her eher ausgeglichen. Nur so richtig vor das Tor sind wir halt natürlich nicht gekommen, weil die Austria nach dem 2:0 einfach hinten drin gut steht. Sie sind leicht angeschlagen in dieses Match gegangen. Kein Problem für die zweite Halbzeit. Geht's weiter? Ja, ich hoffe es. Danke. Naja, hat das ganz richtig analysiert. Das belegen auch die offiziellen Zahlen dieser ersten Hälfte. Laut denen war es wirklich eine ausgeglichene Partie und Rapid hat sogar öfter auf das Tor geschossen als die Austria. Mehr Ballkontakte, aber wenn man auch mehr Fehlpässe schlägt, dann reizt sich das halt irgendwann mal aus. Zweikämpfe auch auf Ivan, allerdings die entscheidenden hat für meinen Geschmack die Austria gewonnen. Und ein kurzer Zusatz, David Lafata, die meisten Torschüsse der Partie, die meisten Zweikämpfe aller Austrianer, die meisten Ballkontakte aller Austrianer. Das ist ein guter. Drei gute erwarten Sie jetzt unten auf dem Grün des Franz-Horst-Stadions. Markus Kiesenebner hat getroffen. Und dann auch noch David Lafata. Und so führt die Wiener Austria im 280. großen Wiener Fußball-Derby gegen Rapid zur Pause mit 2:0. An meiner Seite unsere zwei Premiere-Experten Michael Konsel und Frankie Schinkels. Frankie, wie verdient ist denn die Führung für die Austria in der Pause? Ja, sie haben die Chance verwertet, die sie bekommen haben. Rapid hat gut angefangen.
Aber Austria hat ein bisschen mehr Biss gezeigt. Austria hat die Seite unter Kontrolle, links und rechts. Hoffmann ist nicht im Spiel, Katze ist nicht im Spiel. Boskovic ist ein Stehgeiger heute, der steht nur in der Sonder links. Und Rapid muss über die Seite mehr Druck machen, um Kinsel in Stellung zu bringen. Und das gelingt ihnen nicht. Und die Austria, Sigma, die ist beim 16er drauf los, um Tore zu schießen. Und das ist ihnen da gelungen. Michael Konsel, was war mit Ihrem Ex-Club Rapid vor allem in der Anfangsviertelstunde los? Ja, sichtlich verschlafen. Also speziell in der Defensive sind sie ganz schlecht gestanden. Die Austria hat viel zu viel Raum. Die können sich da sehr einfach bewegen. Auch die Spitzen haben es nicht allzu schwer. Und die Tore sind auch dementsprechend gefallen durch Eigenfehler. Und das darf einfach nicht passieren. Speziell in einem Derby nicht. Schauen wir uns gleich die beiden Tore an. Nach exakt 5 Minuten und 6 Sekunden ist die Austria mit 1:0 in Führung gegangen. Zunächst der Einwurf von Ronald Gazzialli und dann dieser Fehler von Josef Alacho. Der Ball genau auf Markus Kiesnebner. Der kann sich den Ball annehmen, zieht ab und trifft genau ins Eck. Ein typisches Kiesnebner-Tor, Frankie. Ja, endlich wieder. Der Markus Kiesnebner hat die Geburt von seiner Tochter, glaube ich, damit großartig gefeiert. Aber das war natürlich ein riesen Schuss von ihm. Aber was der Vlachovic bei dieser Aktion gedacht hat, das weiß auch kein Mensch. Ich finde überhaupt, dass Rapid in der Innenverteidigung auch mit den Hiden und Vlachovic zu langsam ist heute. Sie bringen die Bälle nicht weg, sie machen keinen Druck auf die Stürme. Das kann ins Auge gehen. Und Helge Peier natürlich ohne jede Abwehrmöglichkeit, Michael Konsel. Na, also der Hauptfehler war natürlich beim Vlachovic. Den Pass, ich weiß nicht, das lernt man, glaube ich, in der Schüler, dass man den nicht spielen darf. Egal was ist, den muss einfach vordreschen, den Ball, um den Ball aus der Gefahrenzone zu bringen. Dann ist der Kiesner eben noch ganz allein und dass er schießen kann, das weiß jeder. Er trifft ihn super, wunderschön, einmal kommt er auf, was Schönes gibt es gar nicht. Trifft ihn natürlich perfekt und ganz schwer zu halten für Helge. Wenn man vielleicht einen Schritt mehr macht, geht's, aber man kann nicht sagen, dass der haltbar war. Auf alle Fälle kein Vorwurf an Helge Peier und kein Vorwurf an den Rapid-Goalie. Wohl auch in der 14. Spielminute, da ist der Austria bereits mit 2:0 in Führung gekommen. Zunächst dieser Schuss von Blanchard, den blockt Hofmann ab und dann bringen die Rapidler schlicht und einfach den Ball nicht raus aus der eigenen Hälfte. Wolfgang Meier kommt dann gleich an den Ball und der spielt dann zunächst einmal seine Schnelligkeit aus und dann diesen Pass auf David Lafata und der steht auf 2:0. Vlachovic und Worisek müssen hineinkommen. Der Hieder muss attackieren, weil der Katze ausgespielt ist. Das sieht man dann. Worisek muss mehr rein, dann kann auch der Vlachovic kann auf Lafata gehen. Ja, dann versammelt es und dann ist jeder 2 Meter weg. Und ein bisschen zu wenig ist dann nichts. Und die Aktion von Meier eingeleitet war natürlich auch sehr schön. Das darf man nicht vergessen. Schöne Hebel über Katze und dann den Spielraum bekommen. Es gab einige schöne Aktionen in dieser ersten Spielhälfte, es gab aber auch hässliche Szenen, nicht auf dem Spielfeld, sondern neben dem Spielfeld und in diesem Fall dann im Torraum. Helge Peier wird da getroffen von einer Leuchtrakete, Michael Konsel, eine unglaubliche Aktion eigentlich. Unverständlich, also dass man das macht, wenn man 2:0 in Führung ist und dann noch dazu direkt auf den Mann solche Leuchtraketen abschießt, das gehört nicht zum Fußball. Das muss man einfach ganz klar sagen. Bewundernswert für mich war, wie cool Helge Peier da reagiert hat. Ich muss aber sagen, sensationell, wie die zwei Mannschaften fair miteinander umgehen. Aber diese Stocktrotteln auf der Tribüne, diese Vollidioten, die, so wie der Michi sagt, bei 2:0 Raketen schmeißen. Die anderen, die werfen die Polizisten, die Bänke am Kopf. Die Kinder sind im Stadion. Ich weiß nicht, die wollen unseren Fußball kaputt machen. Die sollen arm ringen oder die sollen was weiß ich machen. Aber die sollen uns in Ruhe lassen, die Stocktrotteln. Ich habe kein anderes Wort für den. Muss man irgendwann einmal die Konsequenz ziehen und vielleicht auch einmal so ein Derby abbrechen? Naja, da wird man wieder den Fans einen Gefallen tun, weil manche sind wahrscheinlich nur auf solche Aktionen aus. Aber ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist, dass man einfach ins Happelstadion geht. Da kann man das Ganze besser unter Kontrolle halten. Und dass das Stadion nicht ganz geeignet ist für solche Spiele, das haben wir schon des Öfteren gesehen. Aber nichtsdestotrotz, du hast es schon gesagt, ein Riesenlob an Peier, weil der hat den Raketen genau am Fuß gekriegt, andere liegen sie nieder. Und der hat eine Klasse bewiesen für dieses Spiel. Ich würde sagen, jetzt zu diesem Zeitpunkt lassen wir es damit auch gut sein, ja, räumen wir den Fans, den sogenannten Fans, muss man ja sagen, nicht noch mehr Raum ein. Und wir wollen jetzt natürlich auch einmal mit dem neuen Austria-Präsidenten sprechen. Und der kann ja eigentlich ganz zufrieden sein mit dieser ersten Spielhälfte. Es ist sein erstes Derby als Austria-Boss. Wolfgang Katzian bei Roland Streins.
Ja, so viele Derbys hat er schon erlebt und jetzt das erste als Austria-Präsident Wolfgang Katzian. Und wie viel anders fühlt es sich an, wenn man an der Spitze des Clubs steht und das Derby miterlebt? Ich glaube, ein Derby ist immer ganz eine besondere Situation, auch emotional. Man ist schon nicht nur Stunden, sondern Tage vorher ein bisschen angespannt und nervös. Und ich kann aber schon sagen, als Präsident ist es noch einen Pep stärker und die Anspannung ist schon sehr groß. Sie sind ja Vorsitzender der Gewerkschaft für Privatangestellte und diese Gewerkschaft steht ja für Sicherheit. Wie viel Sicherheit gibt es denn für die Austria, dass es in dieser Saison keinen Abstieg gibt? Na, Sicherheit gibt es im Fußball nie, aber ich denke mir, so wie die Falken jetzt in der ersten Halbzeit gespielt haben, glaube ich, war das ein sehr konsequentes Spiel, sehr konzentriert hat die Mannschaft auf mich gewirkt. Die Tore sind super herausgespielt worden, also ich mache mir keine Sorgen. Wie gesagt, Sicherheit gibt es keine, aber die Austria wird nicht absteigen, von dem bin ich überzeugt. Es wird auch schon eifrig in Richtung Zukunft gedacht und geplant. Frank Stronach hat sein weiteres Engagement an Rot-Neusiedl, an die Baugründe, an die Kaufoption gebunden. Diese Kaufoption gibt es jetzt, das heißt, es gibt auch Frank Stronach in den kommenden Jahren bei der Wiener Austria. So ist es. Wir sind jetzt in der Vorbereitung für die Lizenzerteilung für die Spielsaison 2007-2008. Magna wird uns als Sponsor zur Verfügung stehen, neben anderen Sponsoren. Und ich gehe davon aus, dass all das, was wir uns vorgenommen haben, auch in der Generalversammlung, an Rahmenbedingungen für den Verein, für die Zukunft der Austria zu schaffen, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Erledigen müssen das jetzt nur die Spieler, dann bin ich mir nicht bange für die Zukunft. Und so wie das heute läuft, ist das eine tolle Geschichte. Das ist mein Austria, so stelle ich mir das vor. Herr Präsident, jetzt wollen wir schauen, ob Sie ein guter Prophet sind. Wie viel geht das Spiel heute aus? 3-0. Danke. Ja, natürlich optimistisch der neue Austria-Präsident Wolfgang Katzian, aber aufgepasst, liebe Austria-Fans, der Austria lag ja auch in der Vorwoche am Innsbrucker Tivoli schon mit 2-0 in Führung. Am Ende gab es noch ein 2-2. Michael Konzl, ist das die Hoffnung für die Rapid-Fans? Sicher die Hoffnung. Man hat auch jetzt schon am Ende der ersten Halbzeit gesehen, dass die Austria schon wieder zu passiv war. Und wenn sich die Austria dann, Zellhofer da schon reagiert, er hat gesagt, kommt's wieder raus da hinten, weil sie sich zu Ende der ersten Halbzeit einfach zu weit hineindrängen haben lassen. Da sind die Rapidler aufgekommen und haben auch die eine oder andere Chance schon gehabt. Aber kaum gefährlich gewesen, die Rapidler, vor allem in der ersten halben Stunde. Der erste gefährliche Torschuss der Grün-Weißen, erst in der 38. Spielminute. Dieser Freistoß von Petro Voriszek, den Sabol Czafar per Faustabwehr abwehren kann. Bis zu diesem Zeitpunkt, Frankie Schinkels, war von Rapid in der Offensive überhaupt nichts zu sehen. Warum? Ja, weil Kavlak zu viel allein auf sich gestellt ist. Der Junge, der spielt eine Riesenpartie bei Rapid, aber er ist alleine. Basin hat bemüht sich, Kinzel kriegt keine Bälle und Hoffmann ist noch nicht in die Partie. Wenn er jetzt Peter Bakut den Korkmaz statt den Boskovic bringt, dann glaube ich, kommt mehr Druck auf der Seite und dann ist der Kavlak nicht alleine, weil der ist heute sehr gut in Form. Michi Kandl, wird es nochmal spannend heute im Heuerstadion? Ja, das liegt natürlich auch an der Austria jetzt, wie sie jetzt in die zweite Halbzeit gehen. Wenn sie so spielen wie zu Beginn, dann wird es für die Rapidler schwer. Dann müssen die einfach mehr Druck machen, was sie sowieso jetzt machen müssen, weil sie müssen nochmal zwei Tore aufholen. Und da müssen sie einfach mehr geben. Vor allem, du hast das auch schon gesagt, Hoffmann ist überhaupt nicht im Spiel. Der muss einfach sich ins Spiel reinkämpfen und ohne Hoffmann ist Rapid momentan sehr ideenlos. Sie haben beide vor Beginn auf ein Unentschieden getippt. Frankie, wie geht's jetzt aus? Ich muss jetzt sagen, nach dieser Konstellation jetzt, glaube ich, dass Austria die Partie nach Hause spielt, gewinnt. Michi? Die Chancen sind noch da, also ich tippe noch immer aufs Unentschieden. Sport 1.at, der schnellste Sport im Netz. Die zweite Halbzeit wird Ihnen präsentiert von bwin.com, Europas größtes Wettangebot. Das ist der neue Mann im Team von Peter Parkholt in Hälfte 2. Völlig überraschend, Ümit Korkmaz statt des unsichtbaren Branko Boskovic. Hier haben wir ihn nochmal unten am Bildrand auf der linken Flügelposition bei Rapid. Grün-Weiß hier 0-2 zurück und in Hälfte 2 von rechts nach links. Ja, Boskovic, habe ich gesagt, verdient sich eine zweite Chance. Eine dritte sollte er wohl eher nicht mehr bekommen. Unter 30% seine Zweikampferfolgquote, kein Torschuss vorbereitet, zwei harmlose Flanken und ein Schuss in der Anfangsphase. Naja, den wohl auch der Austria U14-Tormann problemlos gehalten hätte.
Somit könnte sich dieses Thema, wer sitzt beim nächsten Mal auf der Tribüne von den neuen Rapid-Legionären erübrigen. Wolfgang Mayer. Austria unverändert. Da ist erstmals Korkmaz. Der Primgeiger von der Steinbruchstraße. Damals noch im Dress des Slovan HAC. Über die Rapid-Amateure den Weg in die Bundesliga gefunden hat. Hat er sich ein wenig geschützt mit der Hand. Hier zeigt er uns schon mal seine technischen Fähigkeiten. Wie hieß das früher, den Gegner auf einer Briefmarke austanzen. Ja, Walachowicz wieder mit einem etwas unmotivierten Abschlag, diesmal zumindest auf die Seite. Schar. Selten dem gegnerischen Tor so nahe aus dem Spiel heraus wie jetzt. Und er holt eine Ecke für die Austria heraus. Die erste in Hälfte, zweite, dritte insgesamt. Schleicht sich natürlich auch Mario Tokic wieder an. Kopfballstarker Innenverteidiger. Aber die Chance hatte per Zufall David Lafferta, nachdem Wolfgang Mayer freiwillig oder nicht verlängert hat. War überhaupt ein kurioser Eckball, nachdem der Schütze Lasnik schon ausgerutscht war. Lasnik, der in der Zange zwischen Bebel und Hofmann, alles im wahrsten Sinn des Wortes grünen Bereich. Kavlak, da hat Korkmaz jede Menge Platz, Laufduell gegen Johnny Ertl. Was macht denn Sabolt Schaffer da draußen? Was für eine Gelegenheit für Rapid aus dem sprichwörtlichen Nichts. Also Ertl ist da auf Höhe mit Korkmaz, dann steht Schaffer völlig unmotiviert an der Strafraumlinie. Und das Metall rettet die Austria vor einem Verlusttreffer. Bebel. Auf Hofmann schießt er, der schießt knapp vorbei. Ja, nett anzusehen, aber auch eine Angriffsaktion eher per Zufall. Dieser Querschläger von Bebel, der da vor den Beinen von Steffen Hofmann landet. Und dann mit viel, aber nicht genug Gefühl. Steffen Hofmann. Aber ihm macht Spaß, das ist schön. Sverkosch, Lafferta und auch Wolfgang Mayer haben sich da schon eingehängt bei Martin Hieden. Der zieht die Gegenspieler an wie ein Magnet. Nur nicht, wenn er hinten nachlaufen muss. Blanchard wieder mal im Tackling. Spektakulär, wie der Peter Voriszek durch die Luft fliegt. Chancelier Blanchard, für mich der beste Spieler auf dem Platz. Und das, obwohl ich David Lafferta in Hälfte 1 schon über den violett eingefärbten Klee gelobt habe. Und Willi Kavlak auch nach dem Wechsel der engagierteste im Rapid-Offensiv-Mittelfeld. Jetzt allerdings mit dem Ballverlust. Auf den Zehen und da ist Lasnik völlig frei. Kiesenebner, das war zu nah am Tor für den Schützen des 1:0.
innerhalb des Strafraums trifft er nicht so gern. Außerdem kommt er, wir werden es ja gleich sehen, beim Abschluss in Rücklage. Das war nicht mal knapp. Voreschek, dessen Stellungsfehler da die Möglichkeit für Kiesenebner eingeleitet hat. Nächster Ballverlust von Rapid im Mittelfeld. Lafata, diesmal gegen Vlachovic. Naja, der Bursche riskiert es auch aus der Distanz. Und so wird der Name Philipp Szebo in Bälde nur etwas Gespenstisches mehr an sich haben in Wien-Favoriten. The biggest waste of money haben die Glasgow Rangers nach den eher bescheidenen Leistungen des Slowaken in Schottland getitelt. Die größte Geldverschwendung in der Clubgeschichte. Naja, Lafata ist jetzt schon sein Geld wert. Kavlak, der möchte alles zerreißen. Manchmal auch übermotiviert. Kiesenebner Richtung Lasnik. Diesmal Voreschek etwas näher bei ihm als zuvor. Lasnik mit rechts, das ist nicht sein Netzerfuß. Hat nichts mit Günther zu tun. Andreas Lasnik ist eben ein Linker. Gerzalio macht eine ausgesprochen solide Partie in seinem ersten Wiener Derby. Kienzl, kein Abseits. Jetzt ist er endlich mal Tokic enteilt. Und da ist die Torschussgelegenheit für Veli Kavlak. Der war nicht so schlecht, aber der war auch ganz souverän pariert von Sabolcs Schaffer. Laufduell mit Katzer. Das endet unentschieden. Willi Kavlak mit seinem 5. Torschuss in dieser Partie. Das unterstreicht auch, dass er einfach der Aktivste im Rapid-Mittelfeld ist. Und ein Plus von 65% gewonnener Zweikämpfe unterstreicht das nochmals. Obwohl er auch beim einen oder anderen Zweikampf speziell mit Ronald Gerzalio über die Stränge geschlagen hat. Der Mann, der hier gerade das Kopfballduell gewonnen hat, ist Frankie Schima und der ist der zweikampfstärkste Austria-Spieler in dieser Partie. Jetzt braucht er nicht mehr einzugreifen, da kommt die Abseitsentscheidung gegen Rapid. Ja, Tommy Paritz war auch geschockt nach den späten Toren am Tivoli. Vielleicht gibt es jetzt einen Vorschlag für Pepe Hickersberger, wenn man hier noch einbürgern könnte für die Nationalmannschaft, für den Herrn dahinter, für den ehemaligen ÖFB-Präsidenten Beppo. Ich rauche mir eine an, Mauhart, kein Thema mehr. Gerzalio mit einem Doppelachsel, allerdings dann nicht gestanden. Aber da ist schon wieder Blanchard. Jetzt das Foulspiel von Marek Kienzl an Markus Kiesenebner, verkehrte Fußballwelt. Ja, Kienzl als Terminator mit einem Ausfallschritt. Aber Markus Kiesenebner
weiß ja, wie sich sowas anfühlt. Steigt da jetzt gleich mal Steffen Hofmann auf die 10. Basina. Und dann wieder ein leichtes Kommunikationsproblem zwischen Schaffer und Tokic. Das hätte auch schlimm enden können mit einem Eigentor nämlich. Aufgepasst, Schaffer kommt raus, hat allerdings den Mund zu und Tokic kann gerade noch ausweichen. Diese Aktion ist am Innenverteidiger der Austria nicht spurlos vorübergegangen. Also da ist Tokic gerade noch einem Bodycheck von Szabolcs Schaffer ausgewichen. Einigen Eishockey-Cracks am heutigen Abend wird das nicht gelingen. Die Vienna Capitals nach dem Horrorspiel in Linz am vergangenen Freitag gegen den Tabellenführer Salzburg unter Zugzwang, was den Einzug in die Playoffs betrifft. Ein Spiel mit Torgarantie, nicht nur aufgrund der Abwehrschwäche der Wiener. Das Spiel wird vom Kollegen Charlie Leitner kommentiert. Tja, 12 Minuten schon wieder gespielt in dieser zweiten Hälfte. Rapid ist das Bemühen und der Wille anzumerken. Die Torschüsse waren auch schon da, aber so richtig gefährlich wurde es nur durch diesen Aussetzer von Szabolcs Schaffer, als der eingewechselte Korkmaz per Zufall die Stange getroffen hat. Aber die Fahne von Markus Meyer wieder oben. Nächste Abseitsentscheidung und die geht ganz knapp in Ordnung. Wolfgang Meyer mit zwei Zehenspitzen in Abseitsposition. Georg Zellhofer wird heute beim Interview nach dem Spiel wieder dem Krächzen näher sein als dem Sprechen. Der verausgabt sich in 90 Minuten mehr als so mancher Spieler in der T-Mobile-Bundesliga. Ich habe Ihnen von der 20er-Marke erzählt, was die Fouls in diesem Spiel betrifft. Jetzt haben wir die 30er-Marke überschritten und wir haben ja noch mehr als eine halbe Stunde Fußball zu spielen. Immer auf dem Weg zurück. Valachowicz Richtung Korkmaz. Das ging schon einmal gut. Diesmal allerdings Johnny Ertl wesentlich aufmerksamer. Kavlak in den Lauf von Kinzler, aber da kommt er nicht ran. Dafür kommt er dann mit dem Arm an Franz Schima ran und das legt Stefan Messner als Foulspiel aus. Und das ist für mich keine gute Entscheidung. Der Arm war angelegt. Kinzler mit Augen für den Ball, also diesen Foulpfiff halte ich für übertrieben, der Tscheche auch. Lasnik, wieder mal gegen Voreschek, jetzt zieht er zur Mitte, hat den Ball wieder auf dem schwächeren Fuß. Flankt dementsprechend auch nicht so präzise Andreas Lasnik. Meier. Voreschek, der hat jetzt viel Platz, sich da wieder in die Offensive einzuschalten. Was macht er? Er spielt so einen Fehlpass mit Ansage Richtung Hofmann. Blanchard. In der Mitte, Lafata kommt allerdings nicht ran. Gute Defensivarbeit von Kapitän Martin Hieden. Und das war allerhöchste Eisenbahn. Lafata war da einschussbereit.
als Luftkämpfer gefragt gegen das Kopfballungeheuer Wolfgang Mayer. Wieder Abseitsposition, Marek Kinzel, wieder das Zeichen von Kollegen Bauernfeind, aus dem Abseits zurückgelaufen bei der Ballabgabe. Ja, Kinzel macht keinen Stich, hat einen einzigen Zweikampf gegen Franz Schiemer gewonnen, aber das ist noch als Erfolgserlebnis zu bezeichnen, wenn man die Zweikampfbilanz von Mario Basina gegen Mario Tokic hernimmt. Denn die 7 Zweikämpfe hat allesamt der Austria-Verteidiger gewonnen. Meier lässt da abtropfen für Sverkosch. Ja, ja, der schießt aus allen Lagen. Hier hat es sich vielleicht angeboten, den Ball anzunehmen und noch aufs Tor zu ziehen. Schön gespielt wieder von Wolfi Meier, und Sverkosch bringt Meier um seinen zweiten Assistpunkt in dieser Partie. Die Torquote von Sverkosch in der deutschen Bundesliga in den letzten Jahren, ja, ist bedenklich gesunken. In seiner ersten Saison hat er noch nach Belieben genetzt. Zuletzt hat er überhaupt nicht mehr getroffen. Für ihn ein richtiger Neubeginn, aber der Bursche ist ja auch erst 23 Jahre alt. Das Spielchen auf der anderen Seite. Sverkosch aus dem Abseits zurückgelaufen im Augenblick der Ballabgabe. Also die beiden Schiedsrichterassistenten hochkonzentriert und absolut fehlerlos nach 62 Minuten. Kinzel gegen Ertl. Ertl trifft da zwar was Rundes, aber es war nicht der Ball. Katzach gegen zwei Gegenspieler, da hat er sich zu viel zugemutet, aber der Ball ist noch immer bei Rapid. Ja, Korkmaz holt zumindest einen Eckball heraus. Den zweiten für Rapid in Hälfte 2, den fünften insgesamt. Und jetzt kommt der nächste Wechsel, wie auf Zuruf. Der zweikampfschwache Mario Basina hat es nach 63 Minuten überstanden. Und jetzt bringt Peter Parkholt doch früh, im Gegensatz zur Vorwoche, seinen Top-Torjäger. Der heißt Mate Bilic, der trifft allerdings mit Belieben im Hanapi-Stadion. Auswärts ist er alles andere als eine Torgarantie. Vielleicht ändert sich das heute. Gut gelöst hat sich da Bilic, zurück auf Bebel. Jetzt kommt wohl die Spielverlagerung auf links. Da muss Markus Katz allerdings einige Schritte noch Richtung Zentrum machen. Und die Austria-Defensive hat schon wieder komplett verschoben. Dann noch der Fehlpass. Ja, die Zeit läuft langsam Rapid aus der Sanduhr. Kavlak. Ah, elegant von Bilic, aber Tokic. Und den Tick schneller, auch gedanklich, als Kinzel. Dieses Dankeschön an die 11.400 von Lautsprecher Erwin Gruber richtet sich hoffentlich nicht an alle Zuschauer im Heuerstadion. Katzer. Austria steht wieder extrem tief. Auch Sverkosch am eigenen Strafraum. Katzer gegen Meier, und der mit einem Sliding Tackling aus dem Lehrbuch. Rockmatz wieder auf Katzer.
Da kommt nichts im Flanken. Jetzt etwas von Powerplay in Grün-Weiß. Korkmaz verzettelt sich allerdings an der Torauslinie wieder. Also dieser direkte Zug zum Tor geht mir nach wie vor bei Rapid ab. Jetzt wird wenigstens etwas gefälliger kombiniert als vor der Pause, wo das Entsetzen bei Georg Zellhofer, der mir mittlerweile doch etwas entspannter wirkt, hält sich in Grenzen. Von Meier an Katzer. Wie ich gesagt habe, der Zug zum Tor in Grün-Weiß geht mir ab. Die Austria hat im Strafraum von Helge Peier schon lange nicht mehr für Unruhe gesorgt. Irgendwie ist das jetzt eine Pattstellung mit leichten Feldvorteilen für die unter Zugzwang stehenden Gäste. Zugzwang meine ich so etwas nicht. In den Zweikämpfen, da wiederhole ich mich, ein wenig übermotiviert. Willi Kavlak sieht als zweiter Rapidspieler nach Josef Valachowicz die gelbe Karte. Ja, nach längerer Zeit könnte der Ball jetzt wieder mal gefährlich in den Strafraum von Helge Peier hineinfliegen. Freistoß, Flanke, Andreas Lasnik. Ja, da spielt Rapid auf Abseits und Markus Meier sagt, gut gespielt. Abseits vom anderen Meier. Das war eine Fehlentscheidung. Meier sicher nicht. Zwei seiner Kollegen beim Abspiel, ja. Aber schwer zu sehen für den Assistenten, wo der Ball denn hinkommt. Denn er stand ja ganz auf der anderen Seite. So, Eden. Einfach mal nach vorne, Kinzel diesmal Kopfball, Zweikampfsieger gegen Schima, sehen wir auch nicht oft, sahen wir nicht oft. Und jetzt gibt es Freistoß für Rapid aus einer durchaus ansprechenden Position. Bilic, der gerne mal zu Boden geht, auch wenn das Grün nicht warm ist, hat den Freistoß rausgeholt und vielleicht macht der Steffen Hofmann seine durchwachsene Leistung in diesem Derby vergessen. Oder ist es wieder Voríšek? Hofmann mit Gefühl oder Voríšek mit Bums? Das sind wohl die zwei Möglichkeiten. Rapid beklagt, dass die Mauer da nicht richtig steht, aber auch wenn die noch zwei Meter weiter hinten gestanden wäre, mit so einem Freistoß ist Steffen Hofmann weit vom Torerfolg entfernt. Ja, diese Körpersprache von Peter Packold heißt für Rapid nicht viel Gutes für die letzten 20 Minuten plus Nachspielzeit. Korkmaz in seinen 25 Minuten Spielzeit schon ungefähr viermal aggressiver als Herr Boskovic. Und für den musste Peter Linker heute auf die Tribüne. Ein teurer Spaß, auch wenn dadurch Geld aus dem Österreicher Topf in die Rapid-Kasse fließen wird. Thank you.
Martin Hinden hat eindrucksvoll diese gelbe Karte für Markus Kiesenebner gefordert. Da konnte Schiedsrichter Messner gar nicht mehr anders. Gegen Hofmann hält den Ball noch im Spiel. Und dann Kiesenebner noch mit dem Frust der Verwarnung, mit dem Abschlag weit hinein in die gegnerische Hälfte. Die Austria lauert auf Konterchancen, aber so wirklich tolle ergeben sich auch nicht. Die Austria lauert auf individuelle Fehler von Rapid. Vielleicht da einer. Schon verschrien. Radek Bebel. Und dann Lafata als Künstler, der da den Ball zwischen den Beinen von Vlachovic durchschieben wollte. Nicht mit dem Pepi. Wenn ich die Körpersprache von David Lafata jetzt richtig deute, wäre er der erste Kandidat für einen Spielerwechsel. Der scheint mir mittlerweile richtig platt. Hat auch schon genug geleistet in diesen 72 Minuten. Na gut, aufgepasst jetzt von Kablak und dann springt er über die Klinge. Das ist Johannes Ertl. Achtung. Nasrasur. Aber der Ball war auch im Spiel. Voriszek mit doch etwas ungewollter Spielverlagerung auf Mimit Korkmaz. Der flankt mit rechts, aber Blanchard ist und bleibt offenbar für Rapid ein nicht zu überwindendes Hindernis. Wieder Korkmaz, diesmal gutes Tackling von Ertl. Da ist Bebel! Naja, Radek Bebel nicht unbedingt der torgefährlichste Spieler der T-Mobile Bundesliga, aber wieder ein gut vorgetragener Angriff und dieser Korkmaz macht wieder Dampf. Bleibt allerdings bei einem Saisontor von Radek Bebel und das hat er mit dem Kopf erzielt. Naja, hat Georg Zellhofer den Premiere-Ton am Ohr. Hannes Aigner wird ins Spiel kommen und ich denke mal für Lafata. Da wird geklatscht und da freuen sich Menschen bereits, aber Obacht. Noch eine gute Viertelstunde. Heute Rapid-Viertelstunde, vor einer Woche war es die Patschakowel-Viertelstunde gegen die Austria. Korkmaz, dann lässt den Kiesenebner auflaufen, hätte man auch als Foul auslegen können, das sowieso. Wieder Kavlak gegen Kiesenebner, der sich jetzt seinerseits als Aufforderer für Stefan Messner betätigt. Na, vorne hat er nicht getroffen, aber hinten. Und Willi Kavlak ist jetzt zu raten, sich ein wenig einzubremsen. Er mit Gelb belastet. Bei einer weiteren harten Attacke ist womöglich für ihn dieses Derby vorzeitig beendet. Lasnik, der war ähnlich schwach wie jener von Hofmann zuvor, allerdings auch aus weit größerer Distanz getreten. So, Rapid-Viertelstunde läuft. Hannes Aigner läuft nicht mehr, aber in Bälde wieder.
Bei der nächsten Unterbrechung kommt wohl der Wechsel. Bilic auf Korkmaz. Diesmal hat Szabolcsafa den Mund aufgemacht, hat gesagt, keiner da. Deswegen konnte Gerzaglio den Ball auch klären und nicht einfach in den Corner schießen. Und es ist nicht Lafata, es ist Sverkos, der aus dem Spiel geht. Umgekehrte Vorzeichen, in Tirol war es genau andersrum. Da kam Sverkos für Aigner. Also er stand doch im Schatten seines Landsmanns David Lafata. Václav Sverkos, aber so ein schlechtes Spiel hat er nun auch nicht wieder abgeliefert. Allerdings nur 3 von 21 Zweikämpfen gewonnen. Das spricht nicht unbedingt für ihn. Wenig Ballkontakte, 2 Torschüsse stehen auf jeden Fall zu Buche. Und der Bursche hat noch Luft nach oben. Er hat auch Luft nach oben, Hannes Aigner. Er hat Austrias einziges Kopfballtor in dieser Saison erzielt. Lafata erobert im Zusammenspiel mit Blanchard den schon verlorenen Ball zurück. Meier, nur noch Katzer vor sich. Und was macht er da? Aber wollen wir es ihm nachsehen? So schön war seine Vorbereitung zum 2:0. So, jetzt landet auch der Abschlag von Helge Payer beinahe auf unserer Kamera da unten. Glaubt noch einer im Team des SK Rapid an eine Wende in diesem Spiel? Joi, mutig. Was macht jetzt Martin Hieden? Der geht auf Nummer sicher und bekommt sogar den Einwurf. Also dieses Derby geht an Helge Payer sicherlich nicht spurlos vorüber. Noch einmal Kompliment an sein sportliches Verhalten, als er da von der Rakete getroffen wird in Hälfte 1. Hier hätte er beinahe mit diesem trickreichen Spiel im eigenen Strafraum für die Entscheidung im Derby gesorgt. Kein Foulspiel an Bilic. Lafata im Versuch des Doppelpasses mit Wolfgang Mayer. Blanchard gegen Hofmann, auch hier kein Foul. Und jetzt kommt die Austria in Person von Ronald Gerzaglio mit Riesenschritten da hinten raus. Tja, der war ähnlich schlecht wie der zuvor von Mayer. Also die Konterchancen der Austria werden eigentlich stümperhaft versiebt. Herr Blanchard am Ball und dann hackt sich Steffen Hofmann mit dem Schienbein ein. Hätte man auch als Foulspiel noch auslegen können. Währenddessen wechselt die Austria zum nächsten Ball. Der Torschütze zum 1:0. Markus Kiesenebner, gelb vorbelastet, vielleicht auch ein Sicherheitswechsel. Geht aus dem Spiel unter großem Applaus der Austria-Fans. Und macht Platz für Florian Metz. Kiesenebner auch mit ungewohnter negativer Zweikampfbilanz. Das ist größtenteils auf seine verlorenen Zweikämpfe im zweiten Durchgang zurückzuführen. Am System ändert sich gar nichts. Chancelier Blanchard, der hier Kinzel stößt, dafür gibt es richtigerweise Freistoß für Rapid, hat einen neuen Nebenmann im defensiven zentralen Mittelfeld bei den Veilchen. Schaffer hat es natürlich jetzt nicht mehr allzu eilig. Also die 78. Minute hat die Austria mal überstanden. Jetzt gilt es noch, die 82. zu überstehen. Bilic.
Diesmal kippt er nicht um. Kompliment. Schön gesehen. Bebel, rechts Voreschek. Guter Spielzug. Und dann ein unfreiwilliger Torschuss des Peter Voreschek von der Torauslinie. Ball oben auf dem Netz. Es gibt Eckball für Rapid. Da hatte der Zaljo noch seinen Fuß im Spiel. Diesmal Hofmann. Guter Kopfball und der Ball ist jetzt drinnen. Meine Herren, was war das für ein Billardtor? Just zu Beginn der 82. Minute ist Rapid durch den Anschlusstreffer wieder im Spiel. Denkt sich Georg Zellhofer jetzt womöglich, hätte ich nur den Laffer da rausgenommen, denn der ist auch noch angeschlagen. Paco jubelt innerlich. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Bilic mit dem Kopfball. Dann Kinzler im zweiten, im dritten Versuch bringt er den Ball nicht rein. Und der Torschütze heißt Josef Valachovic. Kinzler einmal, zweimal. Der dritte Versuch. Katzer ist dabei, Bebel ist dabei. Und dann Valachovic mit dem rechten Fuß. Und Lafata, der hier noch versucht zu retten, was letztlich nicht mehr zu retten ist, bekommt vom Gegner und Ball eine ab. Und das ging wieder in die Weichteile. Also zu einem kleinen Teil hat Josef Valachovic seinen bösen Patzer, der zum 0:1 geführt hat, jetzt ausgebessert. Hannes Aigner. Werden da nochmals neue Kräfte bei Rapid frei. Ja, Florian Metz taumelt da schon, bevor Bebel überhaupt den Arm auf die Schulter des Gegenspielers legt. Blanchard schickt den Ball mal wieder in den gegnerischen Strafraum. Lafata. Ah, das hat er gut gemacht gegen Hidden. Da ist Metz. Und Helge Peier in Adam Mawisch Landeposition. Aber der Schuss von Metz mit dem schwächeren linken Fuß doch deutlich am Tor vorbei. Aber starke Vorarbeit von Lafferda, der da gleich zwei Gegenspieler ins Leere laufen lässt. Halber Meter fehlte am Ende, weil der Ball zu viel Effet nach links hatte. Nächste gelbe mittlerweile. Das dürfte wohl Franz Schiemer treffen. Jawohl. Der diesmal Steffen Hofmann nicht mit Fernmitteln aufhalten konnte. Apropos Hofmann. Er bringt den Ball zurück ins Spiel. Das konnte er auch schon besser. Kavlak. Hofmann, nächster Flankenversuch, es wird nicht besser. Großartiger Fußballer, großes Kämpferherz, aber dem gelingt heute so gut wie gar nichts. Schade eigentlich. Eigner. Ja, die Austria-Angriffe, nur noch das berühmte Stückwerk. Ja, und Rapid schon wieder im Vorwärtsgang über Mate Bilic. Hofmann, guter Haken und dann, naja, also Foulschinden wollte ich ihm hier nicht unbedingt unterstellen, aber es war keine gelungene Aktion, schon wieder. Oh, da hat sich Mario Tokic jetzt sehr verschätzt. Das war klares Foulspiel von Chancelin Blanchard, der nicht mit einer gelben oder doch mit einer gelben bestraft wird, aber auch mit einer leichten Verletzung. Der Mann geht dorthin, wo es weh tut, ihm und dem Gegenspieler. Gelb für den Kapitän der Wiener Austria.
erst seine zweite in dieser Saison. Und jetzt kommt einer, der mit dem Kopf vielleicht noch für den Umschwung sorgen kann. Willi Kavlak bleibt dabei, der stärkste Rapid-Mittelfeldspieler, macht Platz für Thomas Burgstahl, eigentlich Verteidiger, aber jetzt wohl in einer Art Mittelstürmerposition in den letzten Minuten beim SK Rapid. Da wird er gleich mal am Leibchen gezogen von Ertl. Katzer. Korkmaz, Ball zu weit vorgelegt und Metz mit einem eher unnötigen Ballverlust im Mittelfeld schenkt Rapid die nächste Angriffsmöglichkeit. Kitzler! Ah, das war schon ganz schön knapp. Ball abgefälscht. Kitzler, der seinen Torriecher wieder entdeckt hat in der Vorbereitung und im ersten Saisonspiel jetzt im Frühjahr gegen Altach mit einem ausgesprochen guten Versuch. Nach einem Eckball fiel das 1:2 für Rapid. Jetzt gibt es die Freistoßentscheidung pro Austria aus dem eigenen Strafraum und jede Menge Aufregung. Mittendrin der grün-weiße Torschütze Josef Walachowicz. War ein Duell auf Augenhöhe der beiden großgewachsenen Verteidiger. Johnny Ertl hat das nicht unbeschadet überstanden. Hier links. Ertl zieht, Walachowicz zieht auch, will dann einen Elfer schinden und trifft bei seiner Pirouette den Gegenspieler. Die 88. Minute läuft und Georg Zellhofer zieht in Kürze seine dritte und letzte Wechseloption. Milenko Maximovic wird sein Debüt in der T-Mobile-Bundesliga geben. Spielunterbrechung, Gelegenheit für die Austria zu tauschen. Asimovic, ein Dreifach-Zehner, wenn Sie so wollen, soll der langgesuchte Spielmacher bei der Austria sein. Und jetzt darf David Lafferter runter. Hat das ganz clever gemacht, sich ganz hinüber geschlichen auf die andere Seite des Spielfeldes und verbraucht jetzt natürlich jede Menge Zeit bei diesem Austausch. Standing Ovations für den Torschützen zum 2:0. Der ist eine absolute Bereicherung für die Veilchen. Und Azimovic soll jetzt mit seiner großen Routine mithelfen, diesen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Oh, es wird schon nochmal heftig, da ist Bilic und das Spiel war nicht unterbrochen. Und das bringt alle Austrianer, nicht nur die auf, sondern auch die unten am Spielfeldrand, auf die Palme. Da hat Christian Steindl wieder was zu tun. Aber wenn ich mir Mate Bilic so betrachte, kann das Sturmduo von Rapid nächste Woche nur Kinzel-Bilic heißen. Das war extrem abseitsverdächtig, aber Sportskamerad Bauernfeind behielt die Fahne unten. Erster Auftritt von Azimovic, der zweite ging schon in die Hose. Burgstaller. 4 Minuten Nachspielzeit gibt's. Das heißt, noch über 4 Minuten Zeit für Rapid, aus diesem Spiel noch was Zählbares zu holen. Hofmann bleibt wieder mal hängen. Aber alle Austrianer jetzt am eigenen Strafraum. Da ist Korkmaz. Und da sind die langen Beine von Johnny Ertl im Wege. Aber es gibt die nächste Ecke für Rapid. Was die Corner betrifft, grün-weiß, klarer Derby-Sieger. Augenblickliches Verhältnis 8:3 zugunsten des österreichischen Rekordmeisters. Hofmann diesmal von links. Schaffer zögert, aber dann gab es wieder die Stürmerfaulentscheidung
die Marek Kienzl so nicht wirklich stehen lassen möchte. Naja, war schon ein energischer Zweikampf, aber sag mal, in der Premier League hätte der Schiedsrichter hier nicht abgepfiffen. Aber dort sind wir nicht. Dort war Milenko Asimovic mal, nämlich bei den Tottenham Hotspur. Jetzt ist er weit entfernt vom Geschehen. Er der einzige Austrianer, der nicht da hinten dicht macht. Gute Aktion von Florian Metz. Dann konnte er den Ball allerdings nur noch im Spiel halten. Und jetzt gibt es den nächsten Freistoß für die Austria. Thomas Burgstaller ist da etwas übermotiviert zu Werke gegangen und bekommt gleich Gelb. Auch nicht schlecht. 5 Minuten im Spiel. Schon verwarnt. Wie für Blanchard, auch für Burgstaller erst die zweite Gelbe in dieser Spielzeit. Er, der auch mit Verletzungen von Beginn an seiner Rapid-Karriere zu kämpfen hatte. Heute soll er nicht Tore verhindern, sondern eines machen, der hochaufgeschossene Oberösterreicher. Viel Zeit bleibt Rapid nicht mehr. Mehr als die Hälfte der Nachspielzeit schon abgelaufen. Gorgmaz. Jetzt die Austria mal zur Überraschung der Zuschauer etwas weiter aufgeregt. Das geht nicht ins Auge, weil Kienzl den Ball hier wohl ins Auge bekommen hat und nicht mehr richtig Druck mit der Stirn auf das Spielgerät ausüben konnte. Ja. Georg Zellhofer ist noch eine Minute entfernt von seinem ersten Derby-Sieg. Die Uhren auf der Austria-Bank gehen offensichtlich falsch. Denn dort ist man der Meinung, die 4 Minuten Nachspielzeit seien schon abgelaufen. Sie, liebe Zuschauer, haben rechts oben schwarz auf weiß den Beweis, dass dem nicht so ist. Gorgmaz auf Bilic. Burgstaller mit der Ferse, schön anzusehen, aber dann im zweiten Versuch begeht er einen Foul, sorgt dadurch wieder für eine Unterbrechung, wieder für Luft beim Gegner und wieder für wertvolle Sekunden für die Austria. Ja, da war Metz auch mit dem Oberarm dran, allerdings Burgstaller dann unten mit der Berührung. Ja, lieber Schurl, ein paar Sekunden dürfen es schon noch sein. Jetzt ist vorbei. Und da fällt ein Mount Everest vom Herzen des Georg Zellhofer und von den Schultern seiner Spieler. Der eine oder andere hat wahrscheinlich schon wieder an das Innsbruck-Spiel gedacht, als Josef Valachowicz hier den Anschlusstreffer erzielt hat. Aber die Austria rettet diesen 2:1 Derby-Sieg über die Zeit. Das wohlgemerkt in den Auswärtsdressen, also dieser Superstition-Schachzug von Georg Zellhofer war ein gelungener. Die Austria hat in Hälfte 1 die Torschancen eiskalt verwertet, war verdient mit 2:0 in Führung, war für mich aber in Hälfte 2 erneut zu passiv. Auch wenn da jetzt ausschließlich strahlende Gesichter in Violett zu sehen sind. Markus Giesenhemmler, er hat diesen Davi seinen Stempel aufgedrückt per Traumweitschusstor in Minute 8. David Lafata mit dem 2:0 mit seinem ersten Tor in der Bundesliga. Und die Grünen schleichen hier wie die sprichwörtlichen geprügelten Hunde vom Platz. Ich habe anfangs gesagt, Tendenz steigend in den Saison-Derbys. Das erste war nicht zum Anschauen. Das zweite Sturm gepeinigt.
Dieses war mit Abstand das Beste in dieser Saison. Und es war auch das mit den meisten Toren. Helge Peier wurde kalt erwischt. Die ersten zwei Schüsse auf sein Tor waren auch schon drinnen. Dann wurde ihm mal heiß bei den Leuchtraketen. Also der Goalie hat alles erlebt in dieser Partie. Und jetzt erlebt er auch noch eine Frage von Roland Streinz. Dieses Spiel wurde Ihnen präsentiert von bwin.com, Europas größtes Wettangebot. Ja, und dieses Spiel wurde noch einmal so richtig knapp, Helge Peier. Was war denn ausschlaggebend für die Niederlage heute, außer dass die Austria ein Tor mehr geschossen hat? Die verschlafene erste Hälfte, weil wir waren erste Halbzeit überhaupt nicht anwesend, sind nie in Zweikampf gekommen und so besteht man da schwer. Wie erklären Sie sich, dass die von Ihnen angesprochene erste Halbzeit so verschlafen wurde? Das ist leider nicht zum Erklären. Es war einfach, die Austria hat angepresst und wir haben nicht dagegen gehalten. Was eigentlich traurig ist, aber wir haben uns wirklich für die erste Halbzeit, wir haben gewusst, sie werden kommen, wir haben gesagt, wir halten dagegen, aber es ist uns nicht geglückt. Wie groß ist Ihre Befürchtung, dass jetzt wieder sowas wie Abstiegshektik ausbricht? Ja, Hektik. Von den Punkten her sind wir unten drinnen, das ist ganz klar, aber von Hektik zu sprechen, das wäre, glaube ich, falsch. Es gab eine unschöne Szene in der ersten Halbzeit. Sie sind von einer Rakete am Bein getroffen worden. Sie haben cool reagiert, hat uns sehr gefallen, einfach weitergespielt. Das haben wir auch schon anders gesehen international, wo es üblich ist, dass man sich fallen lässt und vielleicht einen Abbruch herbeiführt. Möchten Sie dazu was sagen? Na, ich glaube, es hat keinen Sinn, sich fallen zu lassen. Die haben mir am Bein getroffen, das hat nicht einmal weh da. Wenn es mir am Kopf trifft, dann werde ich wahrscheinlich fliegen. Aber das gehört zum Fußball dazu, auch wenn es nicht sehr schön war. Raketen am Spieler gehört zwar nicht dazu, aber mit sowas muss man leben. Das war eine sehr sportliche Geste, danke. Na, fast noch ein freudscher Versprecher von Helge Peier zum Abschluss. Also die Austria bleibt trotz des Sieges im Basiscamp nach diesem Gipfeltreffen. Rapid hat es verabsäumt, auf die Mittelstation zu klettern. Und die nackten Zahlen dieses Derbys widerlegen eigentlich den Sieger Austria. Denn diese Zahlen sprechen ganz eindeutig für Rapid. Schauen Sie sich vor allem die Torschüsse aufs Tor an. Der gefährlichste allerdings jener von Ümit Korkmaz an die Stange. Da bleibe ich dabei. Rapid hat in der zweiten Hälfte alles probiert. Die Austria hat passiv, nahezu tatenlos zugesehen. Umgekehrte Vorzeichen zur Hälfte 1. Am Ende steht ganz oben Austria 2, Rapid 1. Das war's von Ihrem Kommentator. Noch einen schönen Sonntagabend mit Eishockey und davor noch mit den Dreien von der Tankstelle. Ja, Georg Zellhofer hat es also endlich geschafft. Er hat sein erstes Derby gewonnen. Und da heißt es kräftig durchatmen. Die Austria schlägt also im 280. großen Wiener Derby Rapid mit 2:1 nach einer 2:0 Pausenführung. Ja, hier sind die drei von der Tankstelle. Michi Konzel ist wieder da. Frankie Schinkels ist auch wieder da. Frankie, inwiefern hat sich die Austria in der zweiten Hälfte an das Innsbruck-Spiel erinnert? Da haben die Austrianer noch eine 2:0 Führung aus der Hand gegeben. Heute wäre es beinahe auch passiert. Ja, Rapid hat für mich klar dominiert, zweite Hälfte. Rapid hat alles probiert. Kompliment an beide Mannschaften einmal, dass sie so fair miteinander umgegangen sind, trotz dem großen Druck, was auf beide Mannschaften gestanden ist. Aber Rapid hat die Tore nicht gemacht. Und Austria hat Gott sei Dank für denen in der ersten Hälfte die nötige Druck gemacht, die Tore gemacht. Und auf das haben sie dann drei Punkte geholt. Aber vom Spielerischen her war die zweite Hälfte nicht viel von außen zu sehen. Michael Konzel, geht der Austria-Sieg dennoch in Ordnung aufgrund der ersten Spielhälfte? Ja, dieses Unentschieden von mir getippte wäre sich ja fast noch ausgegangen. Die Austria hat wieder unheimlich gezittert gegen Ende des Spiels. Rapid hat natürlich mit hohen Bällen versucht. Da ist die Austria, hat Schwächen gezeigt und wäre beinahe noch zu diesem Ausgleich gekommen. Aber an sich hat die Austria wieder viel zu wenig getan. Zweite Halbzeit fürs Spiel und dadurch ist Rapid aufgekommen. Ein bisschen ideenlos, aber sie haben wirklich ganz gute Chancen vorgefunden. Mit etwas Glück hat die Austria also doch noch diesen 2:1-Sieg gefeiert und den Grundstein zu diesem Sieg im 280. Derby, den hat Markus Kiesen eben mal gelegt mit seinem Tor zum 1:0. Roland Streinz, bitte. Ja, und der hat heute von Beginn an das Vertrauen von Trainer Georg Zellhofer bekommen und er hat es gerechtfertigt. Wie gut tut denn dieser Treffer ausgerechnet im Derby? Sehr gut, muss ich sagen. Also
Es ist eine wunderbare Stimmung gewesen wieder heute und da das erste Tor zu machen, war ein super Gefühl. Für die Fans hat es mich gefreut und für die ganze Mannschaft, es war sehr, sehr wichtig. Sie haben die packende Schlussphase, das Finish von der Bank aus miterleben müssen. Wie groß war denn da die Angst? Hoppala, sowas wie in Innsbruck könnte wieder passieren. Die Angst ist nicht da gewesen. Es war ein Wiener Derby, wie man es kennt. Da kann immer so ein Tor passieren und gut, heute ist es gut gegangen. Ich verstehe nicht, warum 4 Minuten nachgespielt worden sind. Ich wollte es noch mal ein bisschen spannend machen, aber es hat er heute nicht geschafft und ich glaube, der Sieg geht in Ordnung. Wie wichtig ist dieser Sieg auch für die Psyche der Mannschaft, dass man jetzt wieder Anschluss hat an den Vorletzten? Psyche? Ich glaube, in der Mannschaft war die Psyche nie schlecht. Man hat heute wieder gesehen, wir sind Letzter. Heute ist es um alles gegangen, wenn du heute nicht gewinnst. Sag ich mal, ist sehr, sehr schwierig von unten wegkommen und wir haben heute gewonnen da. Ich glaube, das zeigt Klasse von der Mannschaft und wir haben ein sehr großes Potenzial und das werden wir in den nächsten Spielen ausschöpfen. Wir sind gespannt. Danke, Markus Kiesenebner. Markus Kiesenebner, er hat also das 1:0 erzielt. David Laffert hat dann das 2:0, so stand es zur Pause. Aber dann in Spielhälfte 2 ein ganz anderes Derby. Rapid hat dominiert und wäre in der 48. Spielminute beinahe schon zum Anschlusstreffer gekommen. Ertl verliert den Zweikampf mit Korkmaz und dann hat Sabolcs Schaffer Glück, dass der Ball nur an die Stange geht. Aber Michi Konzel, was macht der Sabolcs Schaffer da draußen? Ich wollte es gerade sagen, ein kleines Missverständnis zwischen Ertl und Schaffer. Ertl hat sich schon mal nicht sehr geschickt angestellt und der Schaffer braucht da eigentlich nicht hingehen. Der Verteidiger war schon dort. Da kann er hinten viel mehr ausrichten und wäre sicher die bessere Entscheidung gewesen, drinnen zu bleiben. Frankie Schinkes, lag es eher an Rapid oder eher an der Austria, dass Rapid die zweite Spielhälfte dominiert hat? Ja, und Peter Pakut seinen Austausch und Einwechslung von Korkmaz hat er mehr Druck in die Mannschaft gebracht. Ich glaube, der Peter wird selber ein bisschen ärgern im Nachhinein, weil der Korkmaz hätte oder hat mehr Potenzial wie der Boskovic derzeit und hat auch viel mehr Druck, genauso wie letzte Woche gegen Altach zu Hause gemacht, auf dieser Seite. Aber okay, er hat trotzdem alles probiert. Rapid hat die Chance dann gehabt, aber hat es nicht verwertet. Und ja, dann kannst du auch nicht als Sieger vom Platz gehen. Zunächst ist Rapid mal in der 81. Spielminute, also bereits in der Schlussphase dieser Partie, glücklich, aber doch verdient zum Anschlusstreffer gekommen. War eine völlig unübersichtliche Szene und der Letzte, der am Ball war, war der Josef Alachovic. Ja, das ist dann eine typische Derby-Szene, sage ich mal, wo alle auf den Ball schauen und der Schiedsrichter steht aber 10 Meter daneben und sieht es am besten. Und wir sehen dann hier, der Ball ist immer frei. Tormann ist überhaupt weg vom Ball, so ein klares Tor. Also alles korrekt, Michi Konzel. Also ist alles in Ordnung. Das sehen wir natürlich jetzt auch viel besser. Ein Getümmel im Strafraum und ein gestocher Glückstor an sich. Vielleicht, dass der Schaffer ein bisschen energischer dabei sein muss in kleinen Strafraum. Er sollte den beherrschen. Aber solche Tore passieren halt einmal und es war reines Glück, dass dieses Tor passiert ist. Und dann ist es noch einmal richtig spannend geworden hier im Heustadion, aber am Ende konnte sich die Austria also doch freuen über diesen 2:1-Sieg und ganz besonders freuen wird sich der Austria-Trainer Georg Zellhofer. Denn der hat sich heute einiges mitgemacht. Georg Zellhofer, was halten Sie von der Idee, dass die Mannschaft zusammenlegt für eine Entspannungstherapie für Sie? Nein, es wäre jetzt hier leicht darauf zu antworten. Ich war heute relativ ruhig, wirklich. Man sieht das schon am Anfang, denke, die Mannschaft war sehr konzentriert, hat sich auf das Fußballspielen wirklich im Endeffekt wirklich hundertprozentig fokussiert. Wir waren sehr aggressiv, haben auch zum Glück die Tore geschossen und haben das Spiel eigentlich für mich immer kontrolliert. Seit Sie in Wien als Trainer tätig sind, ist es Ihr erster Derby-Sieg. Wie fühlt sich denn der an? Na, hier in Wien ist ja das Derby unglaublich von der Wichtigkeit von Prestige her und okay, hat man eines auf seiner Habenseite, aber wir haben im Endeffekt noch nichts erreicht. Wir sind noch immer Tabellenletzter, haben jetzt das Frühjahr begonnen mit einem Punkt auswärts und 3 zu Hause und das möchte ich hier betonen. Ich glaube, dass vor allem nach dem ersten Spiel viele Leute zu nervös geworden sind. Wir können jetzt wieder etwas positiver nach vorne schauen. Der Anschluss ist geschafft und einige, die sich vielleicht schon so sicher waren, werden nicht wieder etwas nachdenken müssen. Jetzt war es zuletzt so, dass die Austria immer wieder scheinbar komfortable Vorsprünge aus der Hand gegeben hat. Heute war es nicht so. Haben Sie der Mannschaft in der Kabine zur Halbzeit was anderes gesagt als sonst oder war es das gleiche Programm wie immer? Nein, also das eine von Tirol haben wir abgehabt und auch besprochen. So ehrlich muss man sein. Und hier da zu lange darüber nachzudenken, wäre der Fehler gewesen. Du musst den Kampf hier annehmen.
Die Körpersprache war trotz dem Gegentor heute anders. Und man braucht auch noch einmal ein bisschen Glück dazu. Das gehört mir, das braucht man im Fußball. Und wir hatten dann noch, glaube ich, in der 92. Minute noch einmal Riesenglück. Danke, Georg Zellhofer. Okay. Ja, Glück gehört dazu und deshalb darf sich also Georg Zellhofer über den Sieg gegen Rapid freuen. Frankie Schinkel, Sie wissen, wie schwierig es ist, Austria-Trainer zu sein. Welche Bedeutung hat dieser heutige Erfolg für Georg Zellhofer? Ja, er hat das richtig gesagt. Das ist ein Derby-Sieg. Das weiß der Michi Konzlaus, langjähriger Rapid-Tormann. Das zählt nur den Sieg. Morgen in die Büros und in die Cafeterias werden die Rapidler gehäkelt, so wie es dann die Austria wieder passiert, wenn sie in ein paar Monaten vielleicht verlieren im Hanepi-Stadion. Und die genießen nur die 3 Punkte unter Tabellenstand. War natürlich nicht unwichtig. 3 Punkte aufzuholen in dieser Phase war natürlich wichtig. Also morgen zu Hause bleiben, Michi Konzl? Sicher nicht. Ich spiele nicht mehr. Aber es ist so, wie der Frankie gesagt hat, Derby-Sieg ist ganz was Wichtiges. Vor allem für den Trainer Zellhofer, dass er mal kennenlernt, wie sich so ein Derby-Sieg anfühlt. Also eine neue Erfahrung. Es ist was ganz Besonderes und die Austria hat sich, nicht ganz verdient. Ein Unentschieden wäre mir lieber gewesen. Und dieses Unentschieden hätte es ja beinahe gegeben. Mate Bilic hat in der 89. Spielminute noch die große Ausgleichsmöglichkeit für Rapid. Und da, Michael Konzl, muss man sagen, da hat Sabol Csáfa die Austria vor dem weiteren Gegentor gerettet. Ja, da hat er super reagiert, da hat er alles richtig gemacht. Er hat den Winkel verkürzt und dadurch war es ihm möglich, den Ball überhaupt abzuwehren. Gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu, weil Bayer hatte das Pech, dass er getunnelt wurde. Da hat er Glück gehabt und da war ganz hervorragend herausgekommen, also das richtige Timing. Das war sie die letzte Chance für Rapid in diesem Spiel und deshalb ging das Derby für die Grün-Weißen heute verloren. Der Rapid-Trainer Peter Backholt bei Roland Schreitz. Die einfachste Erklärung für eine Derby-Niederlage wäre, das Derby hat eben eigene Gesetze, aber heute gibt es wahrscheinlich einige andere Gründe, die auch noch anzusprechen sind. Peter Backholt, was sind die Gründe der Niederlage? Dass wir auch da weniger gemacht haben als der Gegner, aber dann würde ich es mir zu leicht machen. Na, ich denke, wir haben einfach die ersten 15, 20 Minuten nicht so gespielt, wie wir sie eigentlich vorbereitet drauf haben. Nicht so konzentriert und auch nicht so aggressiv. Und natürlich, wenn du dann solche Fehler machst wie beim 1-0, dann wirst du einfach in solche Spielen bestraft und dann hilft dir das ganze Einstellen nichts. Und das ist dann einfach, wo die Mannschaft dann natürlich, egal mit welcher Taktik, dass du dann rausgehst, hat das natürlich alles über den Haufen oder vieles. Nicht? Weil du machst dann den Gegner stark und wir, wie gesagt, wir haben dann eigentlich sehr lange gebraucht, so nach 20 Minuten, dass wir eigentlich ins Spiel reingekommen sind. Und bis zu der Halbzeit war es dann eigentlich okay, da haben wir dann wirklich versucht. Aber wenn du zwei solche Geschenke magst, ist es natürlich sehr, sehr schwer. Das ist interessant, denn auch Helge Beyer hat es angesprochen, dass die ersten 20 Minuten da definitiv verschlafen worden sind. Aber wie kann man sich das erklären? Immerhin, es ist ein Derby, es ist der Höhepunkt. Wenn es zum Erklären wäre, würde es jetzt Ihnen erklären oder würde es auch den Zuschauern erklären. Es gibt Dinge, die sind nicht erklärbar oder oft nicht verständlich und an was gelegen ist. Da können wir jetzt da 100 Sachen aufzählen, aber es wird immer noch nicht der Punkt sein. Aber ist einfach gesagt, wenn ich so wie beim ersten Tor so einen Fehler mache, eigentlich unbedrängt so in die Mitte kläre auch noch, wo man immer sagt, Mitte darf nie passieren und dann steht er noch völlig blank und man weiß ja auch bei Markus Kiesnehmer, das haben wir ja in der Besprechung auch angesprochen, wenn der einmal so frei zum Schuss kommt, dann ist das sehr gefährlich und so ist dann auch passiert. Danke für diese Analyse, Peter Backholt. Ja, mit dem Wiener Derby ist also heute die 23. Runde in der T-Mobile-Bundesliga zu Ende gegangen. Die Austria schlägt also Rapid mit 2:1. Wir blicken noch einmal auf die gesammelten Ergebnisse dieses Fußballwochenendes. Der FC Superfund verliert gestern gegen Salzburg 0:1. GAK schlägt Tirol 3:2. Sturm gewinnt in Altach 3:1. Und Ried in Mattersburg mit 2:1. Ganz oben hat sich natürlich nichts geändert in der Tabelle. Red Bull Salzburg nach wie vor mit 16 Punkten Vorsprung vor dem FC Superfund und dem SV Mattersburg. Rapid bleibt Achter, hält weiterhin bei 26 Punkten und die Austria hat es geschafft, hat den Sieg gelandet, hält nun bei 25 Punkten. Michael Konzl, wenn man auf die Tabelle blickt, welchen Stellenwert hat dieser Sieg für die Austria heute?
Ja, es wäre, glaube ich, nicht auszudenken gewesen, wenn die Austria heute verloren hätte. Dann wäre es wirklich einmal so richtig eng geworden. Dann hätte man von Nervosität sprechen können. Aber so ist noch alles möglich. Man sieht ja, man ist, wenn man einmal gegen einen direkten Konkurrenten dann 3 Punkte macht, ist man da ganz schnell wieder ganz oben. Also es ist sehr eng in dieser Meisterschaft und das macht es auch so spannend. Die Austria hat dieses Derby gewonnen und deshalb sind auch einige Austrianer zu finden in unserer Top 11. Trinkwalder präsentiert Ihnen die Topspieler des Spieltages. Trinkwalder, der Personaldienstleister. Allen voran hineingespielt hat sich David Lafata, der neue Tscheche, nicht nur wegen dieses Tores zum 2:0. Frankie, man muss sagen, der ist eine echte Verstärkung für die Austria. Ja, er ist eine riesen Verstärkung. Hat einen riesen Preis gehabt am Haus und ist ein Nationalspieler im Spiel. So, der muss was können und der kann was. Auch Mario Tokic und Fran Schima haben sich reingespielt in unsere Top-11. Zu Recht, Michael Konzel? Ja, Tokic hat wirklich eine sehr, sehr gute Partie gespielt. Geht in Ordnung. Also die Elf, ich bin wirklich sehr zufrieden und alle haben es sich verdient, die drinnen sind. Wobei man auch sagen muss, kurz an Schima. Auch in Gezalio und Kavlak, Korkmaz, die Jüngeren heute beim Derby, haben aufgezeigt, war sehr interessant und haben gezeigt, dass sie große Klasse haben. Nach wie vor beide Wiener Clubs im Kampf gegen den Abstieg in der Bundesliga. Schaffen beide den Klassenerhalt? Also ich bin überzeugt, ganz sicher. Frankie, Sie auch? Ja, ich bin überzeugt, dass Austria und Rapid nächstes Jahr normal in der Bundesliga spielen. Und Lothar Matthäus habe ich schon vor dem Stadion gratuliert zum Meistertitel. Ich war der Erste. Er war zwar überrascht, sage ich, brauchst nicht überrascht sein. Hier geht es nur noch um einen Abstieg. Dann sage ich herzlichen Dank, Frankie Schinkels. Herzlichen Dank, Michael Konzel.